Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Girl, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home Meine Damen und Herren, was für ein glücklicher Einstieg. Lucky von Jason Mraz, gesungen vom Hochschulchor der Pädagogischen Hochschule Zürich unter der Leitung von Elsbeth Thürig, zusammen mit der Band, die uns den ganzen Abend begleiten wird. Und ich muss sagen, ich bin jedes Jahr wieder von Neuem beeindruckt. Wenn da so viele junge Menschen stehen, die Musik machen mit Leidenschaft, dann geht's ans Herz. Mir geht's auf jeden Fall so. So, herzlich willkommen zu unserer fesselnden Veranstaltung. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, um gemeinsam in die Welt des Bildungswandels und der Technologie einzutauchen. Während wir uns heute hier versammeln, um über die Auswirkungen zu sprechen, möchten wir die spannende Frage diskutieren, ob dieser Wandel eine Evolution oder eine Disruption darstellt. Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie heute hier sind, um Teil dieser wichtigen Diskussion zu sein. Jetzt ahnen Sie das wahrscheinlich schon. Das waren jetzt nicht meine Worte. Es hat mich bei diesem Thema natürlich ein bisschen gejuckt, ChatGPT mal zu fragen, was man mir da so liefern würde, wenn ich ein paar Stichworte eingebe zum heutigen Hochschultag. Und ich muss sagen,
schlecht ist es ja nicht. Also es ist inhaltlich korrekt, vielleicht ein bisschen förmlich. Aber interessant war, ChatGPT hat mir zum Schluss dann auch noch viel Freude an der Veranstaltung gewünscht. Also freundlich ist die Maschine dann auch noch. Das hat mich also beeindruckt. Aber ich wechsle jetzt doch lieber wieder zu meinen eigenen Worten. Meine Damen und Herren, wenn wir heute über künstliche Intelligenz, über all diese Entwicklungen sprechen, dann werden Sie mit Sicherheit keine "Das ist jetzt das Ende des Abendlandes"-Szenarien hören. Denn KI ist da und geht auch nicht mehr weg. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir versuchen, KI eben auch in unser Leben und damit auch in die Bildung zu integrieren. Darüber werden wir in den nächsten Minuten sprechen und ganz viel erfahren. Zuerst freue ich mich jetzt aber bei den vielen Technologien, die wir ansprechen werden, dass ich zum Start einen Mann ankündigen darf, einen realen, echten Mann, den Rektor der Pädagogischen Hochschule Zürich, Heinz Rien. Ganz herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Im Namen der Hochschulleitung begrüße ich Sie zum Hochschultag des diesjährigen Hochschultages an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Wenn ich in den Saal blicke, muss ich Ihnen sagen, ich freue mich. Also wirklich, das ist schon angetönt worden. Wir haben eine Krise hinter uns, andere vielleicht vor uns, aber die Menschen kommen wieder an Veranstaltungen. Das ist für mich eine große Freude. Ich hoffe und ich wünsche mir auch, dass wir Ihnen einen interessanten Einblick in unsere Hochschule und auch insbesondere in unseren technologischen Umgang mit diesen Herausforderungen und der Technologie geben können. Evolution oder Disruption, das ist die Frage. Technologischer Wandel in der Bildung lautet das Thema. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich Sie nochmals ganz herzlich begrüßen und ich mache das üblicherweise, indem ich auch sichtbar mache, wer da ist. Ich freue mich besonders, einmal mehr, auch in diesem Jahr, unsere Regierungsrätin und Bildungsdirektorin Dr. Silvia Steiner bei uns begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen, Silvia. Ein herzliches Willkommen richte ich auch allen Kantonsrätinnen und Kantonsräten, den Mitgliedern des Fachhochschulrats und des Bildungsrats. Im Weiteren begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der kantonalen Bildungsämter sowie der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren, meine Kolleginnen und Kollegen von pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen und Universitäten, sowie Vertreterinnen von Swiss Universities. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen. Ein besonderes Willkommen geht auch an alle Schulpräsidentinnen, Schulpräsidenten, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, sowohl der Volksschule als auch der Berufsfachschulen, der Mittelschulen und Gymnasien. Und ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Berufsverbände, sowohl des Dachverbandes LCH als auch des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. Ich freue mich besonders auch über die Anwesenheit von Vertretungen der Jacobs Foundation, von IBM, von Movetia, HEM heißt Higher Education Management, von Educa. Angemeldet ist auch der Akademische Sportverband von Zürich, ASVZ. Ihnen alles ein herzliches Willkommen. Ich begrüße, und jetzt komme ich eher intern, den Vorstand und die Mitglieder der Alumni-Organisation der Pädagogischen Hochschule, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Hochschule, sowohl die Aktiven als auch die Ehemaligen. Und in diesem Zusammenhang begrüße ich die Mitglieder unseres Vereins der Pensionierten. Ein herzliches Willkommen den Mitgliedern unserer Hochschulversammlung, unserer Studentinnen- und Studentenvereinigung, ganz herzlich willkommen. Und ich begrüße
die ehemaligen Preisträgerinnen und Preisträgerinnen und natürlich ganz besonders die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger, die heute Abend ausgezeichnet werden, sowie ihre Angehörigen. Seien Sie also alle ganz herzlich willkommen, liebe Gäste. Mit Ihrer Anwesenheit drücken Sie die Verbundenheit mit der Pädagogischen Hochschule Zürich und das Interesse an unserer Arbeit aus. Das freut mich persönlich sehr. Herzlichen Dank für Ihr Hiersein. Lassen Sie uns nun aber mit dem musikalischen Auftakt, der ja schon begonnen hat, unsere Veranstaltung weiterzufahren. Und ich darf, da bin ich jetzt nicht sicher, das Wort oder den Taktstock oder die führende Hand unserer Dirigentin des Hochschulchors, Elisabeth Thürich, übergeben. Ich darf dich bitten, wir freuen uns, dass hier weiter Musik gemacht wird. Vielen Dank. Yeah.
Über Glück, über Glücklichsein wird philosophiert, geschrieben, musiziert, gesungen. Das Glück wird sogar beforscht. Das ist doch Grund genug, um es zum Thema des Herbstsemesters 2023 zu machen. Sie haben gehört, Stetsi Truhr, eines der ältesten Lieder, es stammt aus dem Mittelalter. Sie haben vielleicht noch die althochdeutsche Farbe gehört. Vielleicht hat es noch ein bisschen Zürcher und Entlebucher Dialekt drin gehabt. Aber wir haben uns bemüht, da über Stetsi Truhr zu singen. Sie haben also gemerkt, dem Glück stellen wir immer auch wieder melancholische Lieder gegenüber. Aber jetzt wollen wir uns doch mit einem Happy Song verabschieden und wünschen Ihnen einen guten Abend.
Herzlichen Dank unserer Band. Die uns, wie gesagt, den ganzen Abend begleiten wird. Simon Schwanninger am Piano, Sebastian Storm an der Gitarre, Marino Piakas am Bass und Drummer Robin Schlepfer. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe immer noch die Stimmen des Hochschulchores in den Ohren. Das hallt noch so wunderbar nach. Es ist ja ohnehin übrigens eine sehr schöne Tradition, dass der Hochschulchor, der sich jeweils zu Semesterbeginn neu formiert, seinen allerersten Auftritt hier am Hochschultag hat und entsprechend uns da so einen richtig wunderbar schönen und gefühlvollen Einstieg in diesen Tag gibt. Und ich weiß, dass im Publikum jemand sitzt, der bzw. die, man kann es sicher so sagen, ein ganz besonderer Fan ist. Das hat sie mir im letzten Jahr nämlich erzählt und sie nickt auch schon. Ich freue mich sehr, dass ich sie Ihnen jetzt ankündigen darf. Bitte begrüßen Sie die Bildungsdirektorin des Kantons Zürich, Frau Regierungsrätin Silvia Steiner. Sehr geehrter Herr Rektor, lieber Heinz, sehr geehrte Angehörige der Pädagogischen Hochschule Zürich, sehr geehrte Gäste, meine geschätzten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen den Hochschultag der Pädagogischen Hochschule zu feiern. Der US-Schauspieler Tom Hanks hat kürzlich vor sich selbst gewarnt, konkret vor seinem eigenen Klon, den eine künstliche Intelligenz geschaffen hatte. Sein künstliches Double war offenbar in einem Werbespot zu sehen, ohne dass er davon wusste und ohne dass es zuvor jemand gemerkt hätte. Sie müssen zugeben, dass dies noch vor ein paar Jahren als Science Fiction durchgegangen wäre. Heute ist es Realität. Eine Realität, der wir uns alle stellen müssen. Als Studierende, als Dozentinnen und Dozenten, als Politikerinnen und Politiker. Maschinenproduzierte Bilder, Texte und Filme werden unseren Alltag immer mehr durchdringen und verändern. Das Thema wird momentan breit diskutiert, an Stammtischen genauso wie in Feuilletons von Pädagoginnen und Pädagogen, genauso wie von Bankangestellten. Diese Tools fordern uns alle, besonders stark auch uns im Bildungswesen. Das muss ich den Dozierenden unter Ihnen nicht sagen. Chatbots sind die neuen digitalen Ghostwriter der Studierenden. Was ist also zu tun? Eine pfannenfertige Lösung habe ich nicht anzubieten, selbst als Politikerin, die ja eigentlich alles wissen. Aber ich möchte eine kleine Anekdote mit Ihnen teilen, die mit der PH zu tun hat. Einige von Ihnen werden die Sammlungen Pestalozianum hier an der PH Zürich kennen. Sie gehört zu den größten Sammlungen in Europa im Bereich der Volksschulgeschichte. Vor ein paar Wochen durfte ich eine Ansprache halten zur Eröffnung dieser Sammlung für die Bevölkerung. Dazu habe ich aus reiner Neugier ChatGPT um ein passendes Zitat gebeten. Das hat mir die Maschine auch prompt geliefert. Das Zitat einer österreichischen Schriftstellerin passte perfekt. Da ich, ein Boomer bin, und ja, wie viele hier drinnen auch, mit dem muss man auch umgehen können, aber ich bin auch mit korrekter Zitierweise, Fußnoten und Quellenangaben sozialisiert worden. Und deshalb habe ich den Wortlaut kurz überprüft und musste feststellen, dass ChatGPT das Zitat erfunden hatte. Die Schriftstellerin gibt es durchaus, sie hat sich aber nie so geäußert, wie ChatGPT sie zitiert hat. Wahrscheinlich werden wir in Zukunft dann negative Quellenangaben machen müssen, also deklarieren, wer einen Text eben nicht geschrieben hat. Deshalb versichere ich Ihnen, dass mein heutiges Grußwort nicht von ChatGPT geschrieben wurde.
Für mich bestätigt das eben alles, ohne solides Basiswissen, kritisches Denken und eine Portion Neugier können wir künstliche Intelligenz nicht anwenden. Selbstständiges Denken wird damit meines Erachtens nur noch wichtiger. Was heißt das nun für die Bildung? In meinen Augen sind drei Aspekte von zentraler Bedeutung. Erstens, grundsätzliche Kompetenzen bleiben wichtig. Zum Beispiel Lesen und Rechnen. Ohne diese Grundlagen können wir die Welt um uns herum nicht verstehen, die digitale schon gar nicht. Es braucht aber weitere Grundkompetenzen, um komplexe Herausforderungen kreativ, kooperativ und kritisch angehen zu können. Dazu zählen Charakterqualitäten wie Mut, Ausdauer und Anpassungsfähigkeit. Aber auch ganz grundsätzliche haptische Fähigkeiten sind meines Erachtens weiterhin wichtig. Lassen Sie mich ein anschauliches Beispiel machen. Feuer machen ist eine Fähigkeit, welche die Menschen seit ungefähr 1,5 Millionen Jahren beherrschen. Ich würde diese Kulturtechnik jetzt aber nicht leichtfertig über Bord werfen. Sie ist mit vielem verbunden, was uns zu Menschen macht. Und sie gehört zu den Erfahrungen, die unsere Kinder und wir selber in der Schule gemacht haben. Es ist ein wunderbares Gefühl, auf einer Schulreise an einem Lagerfeuer zu sitzen und eine Wurst zu braten. Und glauben Sie mir, ein Chatbot kennt dieses Gefühl nicht. Fragen Sie also jemand anderes, wenn es um die Wurst geht. Und das bringt mich zum zweiten Aspekt. Kritisches Denken wird immer wichtiger. Wir müssen unsere jungen Menschen dazu befähigen, Dinge kritisch zu hinterfragen. Kritisches Denken braucht es einerseits, um den Output der Maschinen einzuordnen, verstehen und anwenden zu können. Andererseits aber auch, um der künstlichen Intelligenz auf die Finger zu schauen, also den Output inhaltlich überprüfen zu können. Da hilft es, wenn man wissbegierig ist, und damit zu Aspekt Nummer 3. Junge Menschen sollen neugierig bleiben. Die Welt dreht sich tendenziell immer schneller. Fast täglich gibt es neue Programme und Apps auszuprobieren und anzuwenden. Es ist wichtig, dass junge Menschen mit Neugier an diese Dinge herangehen. Sie sollen unbedingt Neues erkunden. Dabei lernen sie nämlich oft ganz informell. Im Zeitalter des viel propagierten lebenslangen Lernens ist dieser Aspekt nicht zu vernachlässigen. Meine Damen und Herren, die künstliche Intelligenz führt also nicht dazu, dass wir weniger können müssen. Im Gegenteil, es geht darum, viele grundsätzliche Kompetenzen zu stärken. Nicht nur Schülerinnen und Schüler, auch Lehrerinnen und Lehrer müssen heute einen ganzen Rucksack an Kompetenzen mitbringen. Sie sind viel mehr als Wissensvermittlerinnen und Wissensvermittler. Sie sind Vorbild für die Vorbilder von morgen. Das ist übrigens auch der Slogan unserer neuen Image-Kampagne für den Beruf der Lehrerin und des Lehrers. Vielleicht haben Sie das eine oder andere Plakat gesehen. Wir haben die Kampagne zusammen mit der PH Zürich, der Stadt Zürich und 11 anderen Kantonen lanciert. Ich finde die Bilder total cool. Bin dann gespannt auf Ihr Feedback. Die Kampagne zeigt Berufsleute von morgen im Kindergarten oder in der Schule. Dort wird die Basis für die Karrieren unserer Schülerinnen und Schüler gelegt. Unterstützt werden sie dabei von ihren Lehrerinnen und Lehrern, von Menschen, deren Berufung es ist, Vorbild zu sein. Wir legen damit den Fokus auf die große persönliche Wirkung, die Lehrpersonen auf ihre Schülerinnen und Schüler haben können, auf deren Bildungsbiografie, aber auch auf die Entwicklung von persönlichen Werten. Über diese überkantonale Kampagne und die Zusammenarbeit freue ich mich sehr. Wir wollen damit nicht nur das Ansehen des Lehrberufs wieder steigern und dessen Bedeutsamkeit aufzeigen, sondern auch zukünftige Lehrpersonen oder eben Vorbilder gewinnen. Ich bin mir sicher, dass wir damit die richtigen Menschen für diesen anspruchsvollen Beruf ansprechen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Je wichtiger die künstliche Intelligenz wird, desto wichtiger werden Fähigkeiten, die uns als Menschen ausmachen. Zum Beispiel Neugier, kritisches Hinterfragen oder Hartnäckigkeit. Diese Eigenschaften brauchen auch unsere künftigen Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie als Vorbilder vor ihrer Klasse stehen. Wenn es uns gelingt, diese Werte und Fähigkeiten zu vermitteln, sind wir für die Zukunft gut gerüstet.
Und an dieser Zukunft bauen wir alle gemeinsam. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PH Zürich, ich danke Ihnen herzlich für den großen Einsatz im vergangenen Jahr. Und ja, natürlich auch dem wunderbaren Hochschulchor unter der Leitung von Elsbeth Thürig, der wieder einmal die wunderschönste Darbietung zum Besten gegeben habe. Ich wurde ja bereits als Fan geoutet. Also herzlichen Dank und Ihnen allen einen schönen Hochschultag. Vielen Dank an Frau Regierungsrätin Silvia Steiner. Frau Steiner hat ganz am Schluss unter anderem die Neugierde ins Spiel gebracht. Und ich glaube, das hat sich jetzt schön gezeigt. Es macht einen natürlich ein bisschen neugierig, eine solche neue Technologie auszuprobieren. Aber das ist ja grundsätzlich eigentlich auch sehr positiv, wenn da eine gewisse Offenheit auch vorhanden ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, okay, jetzt kommt da sowas wie KI. Wie geht damit eine Hochschule um? Welche Maßnahmen sollen da ergriffen werden? Welche Prozesse eingeleitet? Und wo geht diese Reise Technologie und Bildung hin? Heinz Rien wird uns nun diese Frage aus Sicht von Swiss Universities und natürlich aus Sicht der Pädagogischen Hochschule Zürich ein bisschen eingehender beleuchten. Bitte schön, Heinz Rien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, wir wissen inzwischen alle, dass Formen der sogenannten künstlichen Intelligenz bereits seit vielen Jahren existieren und nicht erst seit Beginn dieses Jahres. Dennoch markiert der breite öffentliche Zugang zu den Large Language Models, wie etwa ChatGPT, eine Zäsur in der Entwicklung der sogenannten künstlichen Intelligenz, weniger aufgrund der technologischen Entwicklung, sondern aufgrund der gesellschaftlichen Verbreitung und Anwendung, wie wir diese seit Beginn dieses Jahres breit feststellen können. Erst durch die Alltäglichkeit von KI-Anwendungen wird die Technik für Schulen und Unterricht und somit auch für die pädagogische Hochschule zu einem zentralen Thema und zu einer Herausforderung. In historischer Perspektive musste sich Schule und Unterricht, somit die Didaktik des Lehrens und Lernens, immer wieder auf neue technische Entwicklungen einstellen und einen schulförmigen Umgang mit neuen Medien suchen und auch finden. Wir kennen das Film, Fernsehen, Taschenrechner und so weiter. Die Schule musste sich damit beschäftigen, weil die Medien gesamtgesellschaftliche Verbreitung fanden, also Teil der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen wurden. Als Bildungshistoriker ist es für mich naheliegend, aktuelle Entwicklungen in ihrer historischen Kontinuität zu betrachten. Gerade und insbesondere bei Bildungsprozessen. Dazu werden Sie heute Abend noch mehr hören. Unterrichtstechnologische Entwicklungen, die kaum oder nicht im Alltag eingebettet sind, haben es schwer. Einige von uns werden das kennen. Sprachlabor ist ein gängiges Beispiel. Ich selber habe das 1970 im Keller der Sekundarstufe in Waben bei Bern über mich ergehen lassen müssen. Ich sollte da Französisch lernen in diesen kleinen Kabäuschen. Meine Fremdsprachenkompetenzen habe ich dann später erworben. Künstliche Intelligenz ist nun aber ein allgemein gesellschaftlich Thema und ich vermute, dass viele von uns in diesem Jahr ChatGPT oder auch andere Anwendungen ausprobiert und zumindest anfänglich auch etwas gestaunt haben. Wir haben jetzt schon verschiedene Beispiele gehört. Ich habe im Januar auch erste Versuche gemacht. Und wie könnte es anders sein? Zunächst einfach mal gefragt, was ist ein guter Lehrer? Was ist eine gute Lehrerin? Ich erspare uns nun das lange Zitat, kann Ihnen aber sagen, ich habe schon gestaunt.
Die Kriterien, die da aufgezählt werden, die sind treffend. Ich nenne Stichworte. Für Lehrerinnen und Lehrer müssen Lerninhalte auf verständliche und interessante Weise präsentieren können, Bedürfnisse und Stärken der Vielfalt der Schülerinnen angemessen erkennen, Kommunikationsfähigkeiten haben, konstruktives Feedback geben können, fachliche Kompetenzen mitbringen, positive Einstellungen in die Fähigkeiten der Lernumgebung haben, Fähigkeit zur Selbstreflexion, Weiterbildung und so weiter. Und zum Schluss, Sie kennen das, da kommt immer noch das Relativierende, heißt es, es ist wichtig zu betonen, sagte mir ChatGPT, dass ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch die Schülerinnen und Schüler dazu ermutigt, selbstständig zu denken und Probleme zu lösen. Die KI hat, könnte man jetzt meinen, gute Antworten auf Prüfungsfragen. Mit diesem Beispiel wird deshalb klar, es stellen sich für die Ausbildung an pädagogischen Hochschulen nicht nur Fragen nach geeigneten neuen Prüfungsformaten und Leistungsnachweisen, sondern tiefergreifende Fragen etwa zu einer angemessenen Prüfungskultur, zum Verhältnis von Wissenserwerb und Wissensanwendung oder auch zum Stellenwert des lebensbegleiteten Lernens. Wir müssen somit einen Umgang finden mit den Instrumenten der KI, auch bei uns an der Hochschule. Dabei können, und das ist breit diskutiert worden, auch im Rahmen von Swiss Universities, dabei können Verbote nicht zielführend sein und Weisungen sind nicht flexibel genug. Wir gehen deshalb von Richtlinien aus, wie etwa folgenden. Wir erlauben den Einsatz von KI beim Verfassen von Bachelor- und Masterarbeiten. Die Verwendung muss jedoch offengelegt werden. KI spielt im Kompetenzerwerb und in der Didaktik der PH Zürich eine Rolle. Es geht dabei vor allem auch um Aufgabenstellungen für unsere Studierenden und darum, die Beurteilung von Leistungen kritisch zu hinterfragen. Mehrere Dozentinnen und Dozenten binden KI in ihre Lehrtätigkeit ein. Wir bieten diesbezüglich auch breite Unterstützung und Weiterbildungen an. Die Verwendung von KI, von Daten und Algorithmen stellt Lehrende und Forschende vor komplexe ethische und rechtliche Fragen. Dazu gehören mögliche Diskriminierungen durch Algorithmen, der Schutz der Privatsphäre und vieles mehr. Der Kanton Zürich hat dazu eine sehr hilfreiche Handreichung erstellt. Künstliche Intelligenz in der Bildung, rechtliche Best Practice. Das ist auch eine Handhabung, die sehr unterstützend wirkt. Wir selber, unsere Forschungsprojekte bezüglich KI, sind ganz dezidiert schul- und unterrichtsbezogen. Darüber werden Sie heute Abend auch noch mehr hören. Die PH ist zudem eingebunden in die Digitalisierungsinitiative der Zürcher Hochschulen, die vom Kanton unterstützt wird und die sich naheliegenderweise auch zentral mit Fragen der KI beschäftigt. Dabei ergänzen sich unsere unterschiedlichen Forschungs- und Entwicklungsprofile der Hochschulen, also der Universitäten, Fachhochschule, Kunsthochschule und der Pädagogischen Hochschule, komplementär. Dies verleiht der DITS eine besondere Kraft. Und die PH Zürich hat die Möglichkeit, im Forschungskonsortium DEEP mitzuwirken. Die Jacobs Foundation plant unter dem Namen Digital Education for Equity in Primary Education, in Primary Schools, ein interdisziplinäres Konsortium für praxisbezogene Forschung zur Digitalisierung auf der Primarstufe zu etablieren. In Zeiten, meine Damen und Herren, in Zeiten, in denen von Menschen verbreitete Fake News mit von Maschinen generierten Wahrheiten konkurrenzieren und nicht immer klar und eindeutig ist, ob wir den Menschen oder den Maschinen vertrauen sollen. In diesen Zeiten wird die Funktion der Schule noch bedeutsamer, als sie ohnehin schon ist.
Es fragt sich grundsätzlich, ob immense Rechenleistungen und lernende Maschinen als Intelligenz zu bezeichnen sind. Ich bin der Überzeugung, und dabei zeigt sich der Erziehungswissenschaftler in mir, der Schlüsselbegriff für Schule und Unterricht kommt aus der Pädagogik. Maschinen verstehen nicht. Denn Verstehen setzt Bewusstsein voraus. Bewusstsein und Verstehen sind Grundvoraussetzungen von Bildung. Also, Maschinen haben keine Bildung, sie sind nicht gebildet. Jedoch, der Kern von pädagogischen Hochschulen, der Kern von Schule und Unterricht, von Lehrerinnen und Lehrern, ist Bildung. Somit, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen versichern, dass der Mangel an Lehrpersonen nicht durch vermeintlich intelligente Maschinen behoben werden kann. KI kann unterstützen. Bildung ist aber genuin menschlich und für Lehrerinnen und Lehrer schlicht unverzichtbar. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Besten Dank an Heinz Rien für diese Einführung ins Thema. Es fällt mir auf, schon bei Silvia Steiner und jetzt auch bei Hans Rien, dass es ja so ein bisschen diese menschliche Komponente immer auch wieder erwähnt wird, dass wir eben im Umgang mit diesen neuen Technologien vielleicht mehr als sonst auch so ein bisschen eben diese menschliche Komponente gerne noch in die Diskussion hineinholen. Das wird sicher dann später auch auf dem Podium, das wir führen werden, auch so sein. Bei der Vorbereitung auf diesen Hochschultag ist mir ein Zitat einer Lehrperson begegnet. Er hat gesagt, junge Menschen wachsen heute mit KI auf und es ist unser Job, ihnen, wie in Mathe, Deutsch oder Physik, das nötige Wissen und die Werkzeuge für den richtigen Umgang damit mitzugeben. Und ich denke, diese Aussage passt ganz gut zu unserem Input, Referat Roboter im Schulhaus. Fragezeichen, denn der Fokus liegt da auf eben all diesen Herausforderungen, aber auch Chancen, die KI uns bietet in der schulischen Bildung. Unser Referent wird dieses Thema für uns einordnen. Er wird auf sehr aktuelle Fragestellungen eingehen. Er ist seit dem 1. Januar 2021 Professor für Digital Learning and Teaching im Zentrum Bildung und digitaler Wandel hier an der Pädagogischen Hochschule in Zürich und hat unter anderem im Auftrag der Europäischen Kommission mit 25 anderen internationalen ExpertInnen einen Leitfaden für verantwortungsvollen Umgang mit KI und Daten entwickelt im Bereich der Schule. Roboter im Schulhaus? Fragezeichen. Wir werden es erfahren von Tobias Röhl. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, neben den leider zahlreichen Kriegen und Krisen, die uns derzeit beschäftigen, ist künstliche Intelligenz oder eben kurz KI eines der Themen, das uns als Gesellschaft umtreibt. Das zeigt ja auch dieser heutige Anlass. Und auch ein Blick in die Medien zeigt, dass KI viele Menschen beschäftigt. Sie fasziniert uns, aber sie verängstigt auch viele Menschen. Was heißt es eigentlich, Mensch zu sein, wenn Maschinen nicht nur Routinehandgriffe in der Industrie, sondern auch kreative und kognitive Aufgaben übernehmen? Sind sie die besseren, weil objektiveren Ärzte, Journalistinnen und Anwälte? Oder verlieren wir die Kontrolle über zentrale Lebensbereiche und laufen gar Gefahr, von einer Superintelligenz versklavt zu werden? Auf der einen Seite also die Hoffnung einer besseren Welt, in der Maschinen uns dabei unterstützen, unser Leben und Wirken besser zu machen. Auf der anderen Seite die Dystopie, in der Roboter die Herrschaft an sich reißen. Gängig sind in diesem Zusammenhang Vorstellungen und Bilder, die künstliche Intelligenz mit menschenähnlichen Robotern gleichsetzen und sie zu uns überlegenen Ebenbildern machen. Es sind Wesen, halb Mensch, halb Maschine, die uns da gegenübertreten und auch eine seltsame Faszination ausüben.
Kaum ein Artikel über KI kommt ohne derartige Bilder aus. Wie so oft gehen derartige aufmerksamkeitsheischende Bilder aber an der Realität vorbei. Die Technik, die wir heutzutage als KI bezeichnen, ist wesentlich trivialer und viel alltäglicher. Wenn wir beispielsweise eine Suchmaschine nutzen und schon nach den ersten eingegebenen Buchstaben Suchvorschläge erhalten, dann benutzen wir KI oder eben, was wir jetzt auch mehrmals gehört haben, das Beispiel ChatGPT, das eben nicht der Roboter ist, sondern etwas sehr viel Einfacheres in Form einer Texteingabe. In der Forschungsliteratur spricht man hier von Weak AI, also schwacher KI, der die starke KI in Form menschenähnlicher Roboter gegenübergestellt wird. Letztere ist aber eher theoretisches Konstrukt, denn wirkliche empirische Realität. Aber schon die schwache KI ist äußerst leistungsstark. Die teils erstaunlichen Ergebnisse dieser Technologie beruhen auf der automatisierten Auswertung riesiger Datensätze im sogenannten maschinellen Lernen. Dies erlaubt es, einen Algorithmus zu entwickeln, der Muster relativ selbstständig auch erkennen kann. So kann ich etwa eine KI trainieren, Bilder von Hunden und Katzen relativ treffsicher zu unterscheiden. Die KI hat dann gewissermaßen gelernt, was typische Unterschiede im Aussehen der beiden Tierarten sind. Und dies durch die Auswertung vieler tausender Bilder, mit denen man die KI füttert. Inwiefern das Lernen darstellt, darüber kann man, zumal an einer pädagogischen Hochschule, sicherlich streiten. Die amerikanische Sozialwissenschaftlerin Kate Crawford sagt an dieser Stelle ganz klar und deutlich und vielleicht auch ein wenig überspitzt, AI is neither artificial nor intelligent. KI ist weder künstlich noch intelligent. In ihrem Buch Atlas of AI entzaubert sie die Technologie ganz grundlegend, aber nicht ohne ihren Nutzen zu verkennen. Damit KI ihre oft verblüffenden Leistungen erbringen kann, muss zuvorderst einiges geschehen. Es braucht zunächst natürliche Ressourcen und Energie, damit die Technik überhaupt läuft. Computerchips benötigen seltene Erden, die unter teils harschen Bedingungen auch gefördert werden müssen. Und um die großen Datenmengen zu verarbeiten, braucht es große Serverfarmen, die Platz und vor allem Energie zur Kühlung der Server brauchen. KI ist also angewiesen auf natürliche Ressourcen unseres Planeten und in diesem Sinne alles andere als künstlich. Und die scheinbare Autonomie und Selbstständigkeit der Technik und auch ihre Intelligenz beruhen auf menschlicher Vorarbeit, die oft unsichtbar bleibt und hinter den Kulissen verschwindet. Nichts versinnbildlicht dies vielleicht besser als der sogenannte Schachtürke, den Sie hier sehen. Hierbei handelt es sich um einen Automaten, der im 18. Jahrhundert die europäischen Adelshöfe faszinierte. Scheinbar ohne menschliches Zutun konnte man hier gegen einen Automaten Schach spielen. Die Züge wurden von einer orientalisch anmutenden Figur ausgeführt. Bald stellte sich aber heraus, dass die Figur des Schachtürken, die auf der Oberfläche sitzt, nicht automatisch Züge ausführte, sondern von einer Person im Innern des Automaten gesteuert wurde. Ganz ähnlich verhält es sich auch mit KI. Vieles, was wie die autonome Leistung der Technik aussieht, beruht in Wahrheit auf menschlicher Arbeit, die hinter den Kulissen stattfindet. Bezeichnenderweise nennt Amazon eine Plattform, auf die man für wenige Cent die Arbeit von sogenannten Clickworkern im globalen Süden erwerben kann, Amazon Mechanical Turk. Und Mechanical Turk ist nichts anderes als die englische Bezeichnung für den Schachtürken. Die Arbeit dieser Clickworker besteht oft genug darin, Daten zu klassifizieren, die wiederum dazu dienen, KI zu trainieren. So könnte etwa die Arbeit von den Clickworkern darin bestehen, Bilder von Katzen und Hunden entsprechend zu labeln, damit die KI weiß, womit sie es jeweils zu tun hat, um so etwas über das typische Aussehen von Hunden und Katzen zu lernen. Die Ausgabe der KI ist letztlich immer nur so gut und objektiv wie die Datensätze, mit denen wir sie trainieren. Und hier kommt es oft genug zu Problemen, die auf den ersten Blick nicht unbedingt ersichtlich sind. So hat man beispielsweise eine KI trainiert, Huskies von Wölfen zu unterscheiden. Eine Aufgabe, die schon für uns Menschen nicht immer ganz einfach ist. Jedenfalls hat man mit einem Trainingsdatensatz es doch relativ schnell zu guten Ergebnissen geführt, diesen Algorithmus zu trainieren. Die KI konnte die Bilder im Trainingsdatensatz eindeutig den Kategorien Wolf oder Husky zuordnen, mit großer Treffsicherheit. Als man jedoch der KI neue Bilder vorgelegt hat, traten immer wieder Fehler auf. Hier sieht man beispielsweise, dass der mit einem roten X markierte Husky fälschlicherweise als
Wolf identifiziert und deshalb mit einem gelben Rahmen versehen wurde. Woran liegt das? Im Trainingsdatensatz waren Wölfe grundsätzlich vor einem weißen, schneebedeckten Hintergrund abgebildet, die Huskies hingegen nicht. Die KI hat letztlich an diesem Trainingsdatensatz nichts anderes gelernt, als einen weißen Hintergrund zu identifizieren. Über das spezifische Aussehen von Hunden und Wölfen hat sie hingegen nichts gelernt. Das hängt mit einem grundsätzlichen Problem des maschinellen Lernens zusammen. Die mathematischen Gleichungen, die dem Lernen der KI zugrunde liegen, sind so komplex, dass sie im Prinzip undurchschaubar werden. Problematisch können nun diese undurchsichtigen Lernprozesse der KI immer dann werden, wenn es um wichtige gesellschaftliche Bereiche geht. So hat beispielsweise einmal Amazon einen Algorithmus eingesetzt, um Bewerbungsunterlagen auszuwerten und daraufhin zu entscheiden, wen man zu einem Bewerbungsgespräch einlädt. Schnell musste man jedoch feststellen, dass der Algorithmus Frauen nicht oder kaum eingeladen hat. Hier hat man die KI mit den Daten aus vergangenen Bewerbungsverfahren bei Amazon gefüttert. Und dort war es wohl so, dass man eher männliche Bewerber eingeladen und auch eingestellt hat. Aus sozialwissenschaftlicher Sicht spricht man hier vom sogenannten Algorithmic Bias. Damit sind die sozialen Schieflagen und Verzerrungen gemeint, die eine KI im Trainingsdatensatz findet und reproduziert. Daraus ergeben sich unterschiedliche Fragen. Welche Verzerrungen stecken in den jeweiligen Datensätzen? Inwiefern kann man den scheinbar objektiven Urteilen der KI trauen? Und wie gehen Menschen, die mit KI arbeiten, mit KI-gestützten Analysen und Entscheidungen um? Zu solchen und ähnlichen Fragestellungen forschen wir am Zentrum Bildung und digitaler Wandel an der PH Zürich. Unter der Leitung von Ken Horvath erforscht beispielsweise ein Projektteam, wie Lehrpersonen mit den von einer KI vorgenommenen algorithmischen Kategorisierungen und Beurteilungen umgehen. Und zwar insbesondere dann, wenn sie gegenläufig zum eigenen Urteil laufen, diese Beurteilung und Kategorisierung. Und ich untersuche beispielsweise, was dies für das Selbstverständnis der pädagogischen Profession heißt und wie man Lehrpersonen dabei unterstützen kann, verantwortungsvoll mit der Technik vor dem Hintergrund dieser Fehlbarkeiten umzugehen. 2020 sorgte eine KI gar für einen bildungspolitischen Skandal im Vereinigten Königreich. Weil man die schulischen Abschlussprüfungen wegen der Corona-Pandemie nicht ordnungsgemäß durchführen konnte, bat man zunächst die Lehrpersonen darum, voraussichtliche Abschlussnoten ihrer Schülerinnen und Schüler zu schätzen. Allerdings, vielleicht können Sie sich's denken, fielen dadurch die Ergebnisse positiver aus als in den bisherigen Jahren. Ein KI-Algorithmus sollte nun diese wahrgenommene Schieflage korrigieren. Eine Idee des britischen Bildungsministeriums. Grundlage der Korrektur waren die durchschnittlichen Prüfungsergebnisse der jeweiligen Schulen aus den vergangenen Jahren. Nun wurden insbesondere Schülerinnen und Schüler an schlecht ausgestatteten staatlichen Schulen schlechter beurteilt und stärker abgestraft. Diejenigen, die auf Privatschulen gingen, waren weniger stark durch diese Abwertung betroffen. Der Algorithmus normalisiert und reproduziert gewissermaßen eine Schieflage, die es schon vorher gab. Ja, an Privatschulen erzielen die Schülerinnen und Schüler in Großbritannien durchschnittlich bessere Noten als an staatlichen Schulen. Aber mit diesem Denken in Mittelwerten und Wahrscheinlichkeiten werden abweichende Fälle abgestraft. Was ist mit einer Schülerin, die entgegen aller statistischen Normalverteilung hervorragende Noten an einer schlechteren staatlichen Schule erreicht? Dementsprechend groß war auch der Protest auf den Straßen und in den Medien gegen diese Maßnahme. My grades, not my postcode, fordert hier etwa eine Schülerin. Und auf einem anderen Schild heißt es, teachers know my potential, algorithm does not. Auch hier zeigt sich also, dass der Einsatz von KI mit sozialen und teils problematischen Annahmen durchsetzt ist. Wenn man derzeit von KI und Bildung spricht, wir haben es ja auch schon gehört, dann treibt Schulen wie Hochschulen derzeit vor allem ChatGPT um. Und das, was wir momentan rund um ChatGPT erleben, wird von meinem Kollegen Beat Döbeli von der PH Schwyz zu Recht als iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz bezeichnet. Textgenerierende KI und Sprachmodelle gab es schon vorher. Das dahinterstehende Unternehmen OpenAI hat aber eine einfach zugängliche Plattform geschaffen, auf der jeder Mann und jeder Frau ohne Programmierkenntnisse schnell und relativ einfach erstaunlich gute Texte generieren kann. Ein in natürlicher Sprache formulierter Prompt genügt und schon sind längere Abschnitte zu den unterschiedlichsten Themen und in den verschiedensten Textgattungen erstellt. Ob Beschwerde- oder Liebesbriefe, Gedichte im Stil von Goethe, eine journalistische Glosse oder auch ein Programmcode zur Entwicklung einer App, scheinbar keine Textart, die
ChatGPT nicht beherrscht. Und natürlich haben auch Kinder und Jugendliche, aber auch Studierende dies ebenfalls für sich entdeckt. Erste Umfragen etwa aus Deutschland zeigen, dass bereits gut 50% aller Jugendlichen ChatGPT schon einmal ausprobiert haben. Schulen und Hochschulen können sich dem Thema also nicht verschließen. Lehrerinnen und Lehrer sowie Dozierende müssen davon ausgehen, dass die Lernenden dies potenziell zur Bearbeitung von Aufgaben nutzen. Eine Zusammenfassung von Dürrenmatt, der Richter und sein Henker, die Lösung einer Textaufgabe im Fach Mathematik oder das Erstellen von Programmcode. All dies gelingt relativ leicht und vor allem schnell, wenn auch nicht immer ohne Fehler. Denn ChatGPT halluziniert. Mit dem Begriff der Halluzination bezeichnet man mittlerweile den Umstand, dass ChatGPT bisweilen Unsinn von sich gibt und das im Brustton der Überzeugung, wie wir das von der Regierungsrätin auch gerade mit dem Zitat gehört haben. Wenn man ChatGPT beispielsweise danach fragt, was der derzeitige Weltrekord im fußläufigen Überqueren des Ärmelkanals sei, wird es eine Antwort abgeben, die eine Zeit sowie einen Namen für den Weltrekordhalter nennt, der auch noch im Guinness-Buch der Rekorde stehen soll, was so nicht stimmt. Und wenn man ChatGPT danach fragt, wie lange 9 Frauen für das Austragen eines Kindes brauchen, wenn eine Frau dafür 9 Monate benötigt, dann erhält man die Antwort, dass 9 Frauen lediglich einen Monat schwanger sein müssen, bevor sie ein Kind gebären. Arbeitsteilung bei Schwangerschaften ist hier also möglich. ChatGPT ist letztlich also keine Wissensdatenbank und auch keine Enzyklopädie, sondern ein sehr wirkmächtiges Sprachmodell, das auf wahrscheinlichen Abfolgen von Wörtern und Wortfolgen beruht. ChatGPT weiß in diesem Sinne nichts und es versteht auch nichts, um Heinz Ring aufzunehmen, sondern es gibt lediglich wohlformulierte Abfolgen von Wörtern aus. Wer beispielsweise nach dem ersten Menschen auf dem Mond fragt und die Antwort Neil Armstrong bekommt, fragt eigentlich Folgendes: Welche Abfolge von Wörtern folgt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Sequenz "Wer war der erste Mensch auf dem Mond?" Und das ist ein kleiner, aber ein feiner und sehr wichtiger Unterschied. Denn oft fallen wahrscheinliche Wortfolgen und richtige Antworten zusammen, aber eben nicht immer, wie die vorherigen Beispiele gezeigt haben. Wir haben es hier letztlich mit 2 Herausforderungen zu tun. Erstens stellen die Verfügbarkeit und Wirkmächtigkeit von ChatGPT und Co. traditionelle Aufgaben und Prüfungsformate in Schule und Hochschule in Frage. Die einfache Zusammenfassung von Literatur oder die Reproduktion von gängigen Wissensbeständen kann ChatGPT oft genauso gut wie wir. Und eine vollumfängliche Kontrolle, ob Schülerinnen und Schüler oder Studierende die entsprechenden Tools benutzt haben, ist vergebens. Auch technische Maßnahmen helfen hier nur bedingt. KI-Detektoren, die ähnlich wie Plagiatsoftware den Einsatz von KI diagnostizieren soll, arbeitet oft nur wenig zuverlässig und lässt sich leicht durch eine Überarbeitung der eingegebenen Texte umgehen. Die zweite Herausforderung, die ChatGPT mit sich bringt, besteht in der erwähnten Fehlbarkeit. Die wohlformulierten Texte der generativen KI können Fehlinformationen und Unsinn beinhalten. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen deshalb immer überprüfen, ob die Texte keine faktischen Fehler enthalten. Dies setzt aber ein Fachwissen voraus, das diese nicht immer mitbringen, zumal sie ja ChatGPT oft dann konsultieren, wenn sie sich in einem Gebiet nicht auskennen. Was wir deshalb brauchen, sind Lehrende und Lernende, die mit den neuen Möglichkeiten informiert und kompetent umgehen können, damit ein verantwortungsvoller Umgang mit Tools wie ChatGPT gelingen kann. Zentral bleibt weiterhin die Beziehung von Lehrenden und Lernenden. Als Lernbegleitung unterstützen Lehrpersonen und ihre Schülerinnen und Schüler bei ihren individuellen Lernprozessen. Dazu kann dann auch KI gehören, denn mit ihr lassen sich relativ leicht individualisierte Lernangebote schaffen. Aber es bleibt ein Mittel unter vielen und kein Allheilmittel. Disruptiv scheint mir die Entwicklung daher vor allem auf der Ebene der medialen Erregung zu sein. In den Bildungsinstitutionen zeichnet sich eher eine Evolution ab. Und zwar eine Evolution, die Bildungsinstitutionen dann erfolgreich durchlaufen können, wenn sie sich den Herausforderungen stellen und die digitalen Entwicklungen als Chance nehmen, die Lehre, das Lernen, ja das gesamte Bildungsverständnis weiterzudenken. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Tobias Röhl. Ich würde gerne gleich noch kurz anschließen an das, was Sie am Schluss über den Unterricht gesagt haben. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Einsatzmöglichkeiten von KI im Unterricht, zumindest im Moment noch, teilweise etwas missverstanden werden oder auch nicht klar definiert sind. Wie würden Sie denn sagen, was
bedeutet Lehren und Lernen mit KI im Unterricht? Lehren und Lernen mit KI heißt, dass man eben die Möglichkeiten der Technik nutzt, um damit Unterricht zu machen, Unterricht zu gestalten. Das kann beispielsweise bedeuten, dass man Aufgaben an das Niveau der Lernenden jeweils anpasst, relativ leicht, oder eben neue Aufgabentypen stellt. Also dass man diese Möglichkeiten nutzt, dass Schülerinnen und Schüler mit historischen Figuren einen Dialog führen können oder auch in einer Fremdsprache einen Dialog führen können. Mir ist aber immer wichtig, dass das Ganze immer auf Grundlage dieses Lernen mit KI, auf Grundlage auch eines Lernens über KI erfolgt. Mhm. Dass man auch als Lehrender wie als Lernender Bescheid weiß über die Grenzen auch der Technik und wo man vielleicht aufpassen muss und auch weiterhin kritisch denken muss, wenn man mit diesen Tools umgeht. Das scheint mir eine Schlüsselkompetenz zu sein. Womit man es zu tun hat. Und die Rolle der Lehrperson, ich stelle hier fest, dass sehr viele Lehrpersonen, jetzt die ich im Austausch hatte, eine Unsicherheit spüren. Sie wissen nicht so genau, was wird künftig meine Rolle sein und was die Rolle von KI. Wie würden Sie das definieren? Also zunächst mal möchte ich Entwarnung geben, KI wird Lehrpersonen nicht ersetzen. Ich glaube, das wäre fatal, sondern im Idealfall unterstützt KI Lehrpersonen bei ihrer Arbeit, indem sie dann eben neue Aufgabentypen erstellen können, indem sie Bildungsangebote leicht individualisieren können. Es wird nicht die Lehrpersonen ersetzen. Im Gegenteil, sie sind sogar noch mehr gefordert, weil sie eben über KI-Kompetenzen verfügen müssen, auch die Grenzen der Technik eben kennen müssen, damit sie verantwortungsvoll damit umgehen können und auch ihre Schülerinnen und Schüler in diesem kritischen Umgang damit schulen können. Vielen herzlichen Dank, Tobias Röhl. Wir haben, glaube ich, sehr viel Neues auch erfahren. Man hat ja immer das Gefühl, ja, ich kenne mich in diesem Thema auch schon ziemlich gut aus, aber Sie haben uns einige sehr, sehr spannende Einblicke gegeben. Dankeschön, Dank. Tobias Röhl. Danke. Ja, die mediale Aufmerksamkeit, Herr Röhl hat es erwähnt. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass der Aufschrei jetzt gerade auch in den letzten Monaten aufgrund von ChatGPT besonders groß war. Aber seien wir mal ehrlich, es ist ja nicht die erste neue Technologie, mit der das Bildungswesen zurechtkommen muss. Da gab es ja ganz viele vorher auch schon. Unsere nächste Referentin nimmt uns jetzt mit auf eine Zeitreise. Sie können das hier anhand unseres Settings bereits ein bisschen erahnen. Und zwar auf eine Zeitreise anhand von Zeichnungen, Artefakten, von Fotografien aus der Sammlung der Stiftung Pestalozianum. Sie wurde bereits erwähnt, mit der die Pädagogische Hochschule Zürich ja seit Jahren sehr eng kooperiert. Die Stiftung fördert seit Jahrzehnten den Bildungsdialog und die historische Bildungsforschung und tut das mit einer Sammlung unter anderem mit, jetzt kommen eindrückliche Zahlen, über 70.000 Kinder- und Jugendzeichnungen, 15.000 historische Glasdias, 3.000 Schulwandbilder und über 150.000 andere Medien zur Bildgeschichte. In diese Zeit tauchen wir jetzt ein bisschen ein, gehen ein bisschen zurück. Unsere Referentin ist promovierte Bildungshistorikerin und forscht schwerpunktmäßig zur Geschichte der Lehrmittel und zur Einführung neuer Bildungstechnologien. Sie ist die Leiterin der Geschäftsstelle der Stiftung Pestalozianum. Bitte begrüßen Sie Anne Bosche. Ja, vielen Dank und einen guten Abend. Ich beginne direkt und zwar nicht mit KI, sondern früher. Im Jahr 2000 in der Schule. So ist diese Kinderzeichnung betitelt, die 1980, es handelt sich also um eine Zukunftsvision, von einem 13-jährigen Kind in Alpnach angefertigt wurde. Die Lehrperson oben links ist ein Roboter. So, wie man ihn sich typischerweise in den 1980er Jahren vorgestellt hat. Die SchülerInnen sitzen hinter verkabelten Computertischen, Einzelarbeitsplätze. Es ist Prüfungszeit. Das sagt uns die Anschrift an der Tafel bzw. an dem großen Screen im Hintergrund.
Mich erinnert die Szenerie an den Unterricht mit Sprachlaboren. Heinz Rien hat sie auch schon erwähnt, der in den 1970er und 1980er Jahren versuchsweise eingeführt und zumindest im Volksschulbereich bald wieder fallen gelassen wurde. Sprachlabore waren wartungsaufwendig, fehleranfällig und teuer. Die Hoffnung, die mit solchen und ähnlichen Szenerien verbunden ist, ist die Idee der individuellen Förderung möglichst vieler SchülerInnen gleichzeitig. Aber wie können wir das Lernen der Kinder bestmöglich unterstützen und welche Hilfsmittel sind hierfür geeignet? Diese Frage wird, wenn wir in die Geschichte schauen, immer wieder anders beantwortet. Und zwar vor allem in Anbetracht der technischen Entwicklung. Denn Technik birgt immer auch neue Vermittlungsmöglichkeiten. Ich werde Sie in den nächsten paar Minuten mitnehmen auf eine Zeitreise durch die Geschichte technischer Innovationen im Schulzimmer. Diese Zeitreise erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sie wirft Schlaglichter in die Geschichte und untermauert wird sie mit Bildern und Objekten aus den Sammlungen Pestalozzianum. Die Zeitreise verläuft rückwärts. Wir reisen also vom Jahr 2000 noch weiter zurück in die Geschichte. Bevor Computer in Schulen eingeführt wurden, ergänzten Film und Fernsehen das Repertoire von Lehrpersonen. Das klingt positiver, als es damals wahrgenommen wurde. Film und Fernsehen waren zunächst nicht Teil einer pädagogisch geführten Debatte um das beste didaktische Hilfsmittel. Massenmedien hielten, unabhängig von der Schule, Einzug in den Alltag der Kinder und Schule musste darauf reagieren. Wir sehen das Phänomen der Massenmedien auf dieser Collage eingefangen. Sie wurde 1973 von einem Kind aus Emmen angefertigt. Oben rechts sehen Sie Mr. Tagesschau, Leon Huber, der lange Zeit Sprecher der Tagesschau im Schweizer Fernsehen SRF war. Er sendet Inhalte aus, die in Strahlen dargestellt werden. In den Strahlen sehen wir Personen aus Volksmusik, Sport und aus Fernsehklassikern. Wir alle kennen einige dieser Personen. Das Fernsehen hat also die Masse erreicht. Ab den 1960er Jahren wurden in der Schweiz versuchsweise Schulfernsehsendungen ausgestrahlt. Schulfernsehen versprach, im Gegensatz zu anderen vorhandenen Medien, eine aktuelle Behandlung eines Themas. Die tatsächliche Nutzung vom Schulfernsehen hing im hohen Maß davon ab, ob die entsprechende Infrastruktur vorhanden war. Und das war auch eine Kostenfrage. Um Fernsehsendungen zeigen zu können, brauchte man flächendeckend etwa Fernsehgeräte und TV-Anschlüsse. Schulfilme, das war zu früh, der Klick. Schulfilme existierten schon früher. Sie wurden allerdings bis in die 1970er Jahre hinein tonlos produziert. Und das vor allem, um die Rolle der Lehrperson nicht zu konkurrenzieren. Denn in einigen Ländern, zum Beispiel in Italien, wurde die Einführung der Telescuola als Mittel zum Ausgleich des Lehrermangels genutzt. Vor Film und Fernsehen sorgte ein anderes Medium für Furore. Wir sehen hier auf der Zeichnung aus dem Jahr 1950 von einem 11-jährigen Kind aus dem Tessin illustriert den Schulfunk. Der Schulfunk provozierte auch Kontroversen. Denn Lehrpersonen befürchteten auch hier, ersetzt zu werden. Das Bild oben heißt auch die Radioschule. Die Lehrperson bedient nur das Radio. Seit den 1930er Jahren wurden Versuche mit dem Schulfunk durchgeführt. Im Vergleich zu früheren Unterrichtsmitteln versprach er, durch das Hörerleben die emotionale Ebene der SchülerInnen anzusprechen. Und davon wiederum erhoffte man sich bessere Lernergebnisse. Dem Schulfunk fehle allerdings, so die damalige Kritik, eine zentrale Ebene, nämlich die Anschauung. Und damit sind wir bei einem Thema, das die Debatte um neue Lernmedien über viele Jahrzehnte geprägt hat. Sie sehen hier einen Diaprojektor, ein Gerät, welches Fotografien auf eine Leinwand projizieren konnte. Seit 1900 war es technisch möglich, Dias in Serienproduktion zu fertigen.
Und damit war es auch möglich, die Welt ins Schulzimmer zu bringen. Sie sehen auf der Aufnahme oben auf der Leinwand, die 1925 entstanden ist, die Andromeda-Galaxie. Die entlegensten Orte konnten naturgetreu veranschaulicht werden. Das war ein Meilenstein. Anschaulichkeit ist ein zentrales didaktisches Prinzip dieser Zeit. Durch eine visuelle Anregung, so die Überzeugung, sollten SchülerInnen eine klarere Vorstellung vom jeweiligen Lerngegenstand erhalten. Ab Anfang des 20. Jahrhunderts, in einer Zeit, in der noch nicht jeder leicht ein Foto von einer Plattform downloaden konnte, konnten Lehrpersonen Glasdias zu verschiedensten Themen in solchen Kisten, auch beim Pestalozianum, ausleihen. Die sind gefüllt mit meistens 20 bis 25 Fotografien zu einem bestimmten Thema. Die konnte man ausleihen und das auch per Fernleihe. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass dieses Medium auch fehleranfällig war. Bruchschäden an Dias waren an der Tagesordnung. Wir alle kennen sie, die Schulwandbilder und Schulwandkarten. Sie gehörten bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts und bis in die 1990er Jahre hinein zum Inventar von Schulzimmern. Entwicklungen im Bereich der Drucktechnik, die Erfindung der Lithografie, war notwendig, um sie in hoher Stückzahl und für Schulen bezahlbar produzieren zu können. Seit etwa den 1870er Jahren haben sie einen eigenen didaktisch-methodischen Status neben Schulbüchern erlangt. Zunächst, wie hier sichtbar, in den Fächern Geografie und Geschichte. Auf dieser Karte sehen Sie eben eine Karte zur Geschichte der Schweiz und die Eidgenossenschaft vor 1798. Auf Schulwandbildern sind Unterrichtsinhalte nach pädagogisch-didaktischen Prinzipien modelliert. Sie verbildlichen einen Inhalt und müssen ihn notwendigerweise verdichten und vereinfachen. Es geht um das Wesentliche eines Phänomens. Wir sehen auf der Leinwand ein Schulwandbild aus dem Jahr 1997 zum Thema Maiglöckchen. Das Maiglöckchen ist in seinen verschiedenen Entwicklungsstadien dargestellt. Zu diesem Bild existiert auch ein Begleitheft, in dem Vorschläge für den Gebrauch im Unterricht enthalten sind. So kann man dort lesen, dass Maiglöckchen sich hervorragend dazu eignen, im Schulgarten angesiedelt zu werden. SchülerInnen können dann durch den Vergleich von frischer Pflanze und Bild das Übersetzen von der Natur in die Abbildung und umgekehrt üben. Die ersten Medien im modernen Schulwesen waren Bücher. Sie gestalten bis heute den Unterricht mit. Sie sehen hier auf der Leinwand ein obligatorisches Zürcher Rechenlehrmittel. Nein, nicht auf der Leinwand, sondern hier in meiner Hand. Ein Rechenlehrmittel aus dem Jahr 1867. Es wurde von Johann Caspar Hug, einem Mathematiklehrer am kantonalen Gymnasium in Zürich und Privatdozent an der Universität Zürich, verfasst. Und es blieb bis ins 20. Jahrhundert hinein auch obligatorisch. Das zeugt von einer langen und großen Konstanz. Fibeln, und das sehen Sie jetzt auf der Leinwand, gehören seit dem 19. Jahrhundert zu den Klassikern unter den Lehrmitteln. Sie wurden im 19. und 20. Jahrhundert vor allem in der Unterstufe verwendet, um SchülerInnen das Lesen und Schreiben beizubringen. Diese Fibel hier gab der Lehrmittelverlag des Kantons Zürich 1915 heraus. Sie wurde von Willibald Klinke verfasst, ein Privatdozent für Bildungsgeschichte der Universität Zürich und Dozent am Zürcher Lehrerinnenseminar. Und sie wurde von Hans Witzig illustriert, einem Zürcher Kunsthistoriker und Grafiker. Das Lehrmittel ist in Schulschrift verfasst und als Erstleselehrgang konzipiert. Die behandelten Themen entsprachen der damaligen kindlichen, weitgehend bäuerlichen Lebenswelt.
Und damit bin ich am Ende meiner Zeitreise angelangt. Alle Unterrichtsmittel, die ich gestreift habe, sind auch heute in der einen oder anderen Form noch im Unterricht in Schulen vorhanden. Es gibt nach wie vor Bücher, es gibt Bilder, es gibt Filme, es gibt Tablets und vieles mehr. Medien lösen einander nicht ab, sie ergänzen das Repertoire von Lehrpersonen, das hat auch Tobias Röhl in seinem Referat schon festgestellt. Sind sie aus irgendeinem Grund nicht mehr praktikabel, verschwinden sie auch wieder, wie das Sprachlabor zum Beispiel, oder sie werden mit der Zeit angepasst. Neue Möglichkeiten der Vermittlung bieten auch neue Chancen und über diese Chancen müssen wir diskutieren und uns dabei fragen, inwiefern sie uns helfen, unsere Schule der Zukunft zu gestalten. Vielen Dank. Besten Dank an Anne Busche für diesen Einblick. Es kam uns wirklich wahrscheinlich allen das eine oder andere bekannt vor. Glas Dias, mein Gott, ich hatte irgendwie gar nicht mehr auf dem Radar, dass es das mal gab. Sehr spannend übrigens und sehr zu empfehlen eben die Website der Stiftung Pestalozianum, wo ein Teil jetzt dieser Sammlungen ja für die Öffentlichkeit auch da ist, um hier ein paar Einblicke zu bekommen. Also kann ich empfehlen, ist sehr, sehr interessant. So, wir werden hier jetzt gerade ein bisschen umbauen und ich nehme die Gelegenheit wahr, meine drei Gäste der Podiumsdiskussion in dieser Zeit bereits vorzustellen, die danach dann auf die Bühne kommen. Wir sprechen unter dem Titel Studierende und Unterrichten in Zeiten der künstlichen Intelligenz. Jetzt noch einmal ein paar Punkte an, vertiefen diese. Und ich freue mich sehr, dass ich da drei interessante Personen gleich begrüßen darf. Geplant gewesen wäre, dass Selina Valdivia Rojas hier an diesem Podium teilnimmt. Sie hat erst kürzlich die Pädagogische Hochschule abgeschlossen. Leider ist sie krankheitsbedingt heute nicht da. Gute Besserung an dieser Stelle. Aber wir sind sehr froh, dass wir einen nicht nur sehr spontanen, sondern auch sehr kompetenten Ersatz für Selina gefunden haben. Und zwar ist das Amelind Klaici. Er ist seit Herbst 21 Student im Studiengang Primar. Er unterrichtet auch bereits in Horgen und er leitet Vorbereitungskurse für das Gymnasium in Küsnacht. Er engagiert sich auch sehr stark für die Pädagogische Hochschule, war bis vor kurzem Co-Präsident der Versammlung der Studierenden und er nutzt KI mehr oder weniger regelmäßig. Dann freue ich mich auf Patrick Scherer. An der Kunst- und Sportschule Zürich ist er Sekundarlehrer und pädagogischer ICT-Supporter, kurz PICTS. Das ist eine ganz wichtige Funktion, denn die PICTS unterstützen die Lehrpersonen und die Schulleitungen bei der Integration von digitalen Medien im Unterricht. Und da geht es nicht einfach um eine technische Unterstützung, einen technischen Support, sondern das geht um die Beratung bei Planungs- und Entwicklungsaufgaben, bei Weiterbildungen etc. Und ich freue mich auf Friederike Thielemann. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, Medienpädagogin und Professorin für Medienbildung und seit 17 Jahren an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Sie kennt den Umgang mit den Medien sehr, sehr gut und das auf allen Stufen. Und nun bitte ich alle drei Gäste zu mir auf die Bühne. Ah, da stehen sie bereits. Mit einem Applaus geht's einfacher. Bitte schön. Friederike, Patrick Scherer. Wunderbar. Genau, noch die Mikrofone verteilt. Ja, meine Herren, meine Damen, es sind ja eigentlich zwei Ebenen, so ein bisschen, über die wir sprechen. Das eine ist, was passiert hier gerade und was macht das mit uns? Wie ist das auch für unser Bildungsverständnis? Und die zweite Ebene, wie geht man nun als Schule, als Hochschule damit um und wie kann man KI sinnvoll einsetzen? Und hier möchte ich eigentlich gleich anhängen. Ich dachte zuerst, das ist eine so banale Frage, aber sie ist eben nicht so banal, weil alles noch sehr neu ist. Wo konkret
Setzen Sie denn KI schon im Unterricht ein? Patrick Scherer zum Beispiel. Wir setzen sie vor allem ein, eigentlich bei der Förderung von schwächeren Schülern mit starken Lese- und Rechtschreibschwäche. Dort nutzen wir ChatGPT zum Überarbeiten von ihren eigenen Texten, die teilweise wirklich sehr schwer lesbar sind. Und ChatGPT kann das aber auch sehr gut und setzt dann eigentlich, also korrigiert sie Rechtschreibfehler, grammatikalische Fehler, sodass sie wirklich lesbar werden. Und das machen Sie regelmäßig in Ihrem Unterricht? Das machen wir regelmäßig mit einzelnen Schülerinnen. Okay. Amelin Kreitschi? Bei mir ist es so, im Gimmi-Vorbereitungskurs in Küsnacht, den ich gebe, ist mittlerweile alles online. Die Kinder lernen online und haben ein Mathe-Thema, zum Beispiel schriftliches Addieren, lesen Theorie dazu und haben dann ein Aufgabenset von 10 Aufgaben und sie haben jedes Mal die Möglichkeit, einen Chatbot beizuziehen, wenn sie nicht weiterkommen. Ich war zuerst verblüfft und meine erste Reaktion war, ich mache den Chatbot auf und schreibe rein, sag mir die Lösung. Und dann kommt als Antwort, nein, es tut mir leid, die Lösung kann ich dir nicht sagen, weil es wichtig ist, dass du den Rechenweg verstehst. Aber das ist jetzt ein spezielles Tool, genau, das Sie da anwenden. Genau. Braucht aber auch künstliche Intelligenz. Mhm. Und so kommen die Kinder bei uns in Küsnacht beim Gimmi-Vorbereitungskurs eigentlich schon in Berührung, die Sechstklässler, direkt von der Schule ausgegeben mit KI. Interessant, also da sind doch schon sehr viel Alltag auch dabei. Friederike Thielemann, wie beurteilen Sie das? Bei mir in meinen Modulen ist das Thema KI eher ein Thema, so wie Tobias Röhl das gesagt hat, das Lernen über KI. Also wir diskutieren konkrete Dinge, aber wir diskutieren darauf, wir diskutieren eben auch so Fragen, was bedeutet das für die Gesellschaft, wenn die Informationen, die wir sozusagen in den Medien wahrnehmen, wenn wir nicht genau wissen, was die Quelle ist, wie das erzeugt wurde und fragen uns dann, was jetzt zum Beispiel am Beispiel von Deepfakes, was heißt das eigentlich, dass ich das gar nicht mehr so leicht entschlüsseln kann, was dort, ja, sozusagen, ob das wahr ist oder nicht, ob das jetzt gerade, wenn ich an politische Fragen denke, an Meinungsbildung, da ist es eben wichtig, dass ich Medienkritik schule, dass ich lerne einzuschätzen, woran erkenne ich eigentlich, ob es ein Deepfake ist, das werde ich aber häufig nicht erkennen. Das heißt, ich muss die Kompetenz unterstützen, dass ich mir über sowas Gedanken mache, dass ich gleichzeitig Medienkritik fördere, aber nicht in die Richtung, dass die Kinder und Jugendlichen das Gefühl haben, das ist alles gelogen und so in Richtung Politikverdrossenheit, sagen, der auch noch Vorschub leistet. Genau, das ist ja ein wichtiger Punkt. Also man muss ja mit dem, was vor einem liegt, umgehen können. Mhm. Und das ist auch eine große Sorge. Fehlt uns irgendwann die Kompetenz mit einem Text bearbeiten, heißt nicht, dass ich ihn verstehen, einordnen, analysieren kann. Wie sehen Sie das? Fehlt uns da irgendwann die Kompetenz, wirklich jetzt beispielsweise mit Texten, das Gleiche gilt ja natürlich auch für Bilder, Videos etc., umzugehen, Patrick Scherer? Ich glaube nicht. Es ist wirklich unterstützend. Und gerade SchülerInnen, die schon gut formulieren können, können wie sich ja auch Feedback geben lassen über ihre Texte und entsprechend auch wieder zusätzlich lernen. Aber es fällt mir schon auch ein, man nimmt ja den Schülerinnen und Schülern natürlich auch eine gewisse Arbeit ab, die sie vorher selber machen mussten. Natürlich, natürlich. Und es gibt ja auch verschiedene Bereiche, wo das auch Sinn macht, dass wo weniger das Formulieren selbst im Zentrum steht, sondern dann mehr sich mitteilen, wo der Inhalt eigentlich dann wichtiger wird. Also gerade die konkreten Fälle, die ich im Kopf habe, geht es darum, so Lernreflexion zu machen und diese in einen Text zu verfassen. Und das funktioniert halt dann viel besser, wenn nicht unglaublich viel Zeit in die Überarbeitung des Textes selbst einfließen muss. Und es gibt andere Aufgaben, wo es dann wirklich darum geht, an seinen Sätzen, seinen Text zu arbeiten. Ja. Wenn ich jetzt sage, es macht oder es ist die Gefahr da, dass es faule Schüler noch fauler macht, was würden Sie dazu sagen, Amelin Kreitschi? Ich glaube, das liegt dann ziemlich in der Hand der Lehrperson,
dass das nicht so weit kommt. Also ich zum Beispiel brauche das auch persönlich für mich und auch für meinen Unterricht. Aber wenn ich ein Thema habe, das ich gerade nicht weiß, wie ich all meine 24 Kinder abholen kann mit dem Start des Themas, weil ich vielleicht gerade an dem Tag in dieser Lektion alleine bin und nicht noch die IF zur Unterstützung drin habe und noch 4 ISR-Kinder da sitzen bei mir in der Klasse, hole ich mir Inspiration. Ich habe auch schon gefragt, ich habe das und das Thema, reguläre und irreguläre Verben, Deutsch. Bring mir ein Beispiel, wie kann ich in dieses Thema starten mit einer 5. Klasse. Es hat mir dann ziemlich viel vorgekaut, aber es ist nicht, dass ich das komplett einfach anwende, weil für mich macht dieser Beruf ja genau das aus, dass ich meine Kreativität ausleben kann und sagen kann, ich bin in meinem Schulzimmer und ich gestalte meinen Unterricht, wie ich möchte. Und genau das macht es ja aus. Und für die Schülerinnen und Schüler würde ich versuchen, das zu stoppen und begrenzt einzusetzen. Also, dass man auch eine gewisse Kontrolle darüber hat, was gemacht wird. Friederike Thielemann, wo denken Sie oder wie kann man eben auch die jungen Menschen, ich meine, es ist ja auch verständlich, dass die dann denken, ja, mein Gott, wenn KI das für mich macht, ist das ja praktisch. Wie kann man eben auch die Motivation hochhalten, etwas selber zu erschaffen, mit Hilfe oder Assistenz von KI? Ich würde sagen, man muss sie überzeugen, dass das für sie sinnvoll ist. Also ich verstehe total gut, dass man als Schülerin oder Schüler sozusagen erstmal denkt, kurzfristig ist das wunderbar, eine schwierige Aufgabe, ich gebe das ein, ich spare Zeit, ich spare Energie und so weiter und bin sogar überrascht, was vielleicht Tolles da rauskommt. Und meine Lehrerin merkt es vielleicht noch nicht mal, also besser geht es ja gar nicht. Und das ist die Kunst der Lehrperson, die zeigen muss, langfristig habe ich aber einen Gewinn davon, wenn ich einerseits KI sinnvoll einsetzen kann, völlig klar, aber auch, dass ich lerne, dass wenn ich selber einen Text verfasse, dass das eigentlich was ist, ein Ergebnis eines Gedankenprozesses, also dass das auch sinnvoll ist und dass es nicht schlimm ist, wenn der Text erstmal bisschen holprig ist, sondern die Tatsache, dass ich selber einen Text verfassen lerne, heißt ja, ich denke über Sachen nach, ich wäge ab, ich überlege, ich reflektiere, versuche es in Worte zu fassen oder in Bildern oder Fotos oder so. Und das Ergebnis eines Textes, also erweiterter Textbegriff, also alle Formen von Texten, ist dann eigentlich etwas, wo ich mich auch ausdrücken kann, also wo ich auch Selbstwirksamkeit habe. Es ist eher ein Bildungsprozess, der mich selbst sozusagen, der nicht flüchtig ist, sondern der mich selbst bereichert. Das ist anspruchsvoll, aber das wäre für mich so das Ziel, dass ich Jugendliche eben davon überzeuge, dass sie das kennenlernen und dann sehen, in welchen Phasen ist KI für mich eine tolle Inspiration, ist es eine Unterstützung, ist es ein tolles Werkzeug. Aber es sozusagen, es bereichert mich, aber es ich muss eben davon überzeugt sein als Schülerin. Ich glaube, das ist das, was Patrick Scherer vorhin auch angesprochen hat. Also das ist für Schülerinnen und Schüler, die vielleicht etwas mehr Mühe haben, gerade einen Text zu schreiben, auch sehr motivierend sein kann, diese Unterstützung zu erhalten. Ja, genau. Und das Schöne ist für uns auf der Sekundarstufe, wir merken sofort, wenn ein Text von einer Maschine überarbeitet wurde. Wirklich? Der Unterschied, ist das wirklich so? Das ist ja die große Sorge. Ja, ja. Unsere Schüler formulieren noch nicht so sauber. Und natürlich gibt es vielleicht Einzelne, die wirklich so diese Top-Leistungen bringen. Dort kann man es dann vielleicht nicht so unterscheiden. Meist sind das aber auch die, die dann so ein Tool nicht missbrauchen, sondern diejenigen, die eben, wie gesagt, die fauleren Schüler, darf man ja nicht unbedingt sagen, genau. dort sind auch schon Deutschlehrpersonen zu mir gekommen, die haben gesagt, ja, jetzt habe ich mal einen Text erhalten, der wurde sicher von ChatGPT gemacht. Und man merkt es einfach sofort, weil halt wirklich die Formulierungen sonst nicht so gut daherkommen. Und wir bei unserer Überarbeitung, so wie wir das machen, haben eigentlich immer beide Texte. Wir haben den Originaltext und dann die Überarbeitung dieser Schülerin. Und sagen auch, hey, lies unbedingt nochmals, was dir da ChatGPT zurückgibt. Einerseits natürlich, um irgendwelche Fehler oder Änderungen zu vermeiden, aber andererseits natürlich auch zum Lernen, wie ist dann die korrekte Formulierung.
Es gibt ja jetzt schon Stimmen, die sagen, das verändert alles. Also das ist ein derart großer Einschnitt, da braucht es neue Konzepte, komplett neue Konzepte für den Unterricht. Solche Stimmen gibt es ja immer wieder bei allen möglichen Themen. Hier ist es aber natürlich schon eine sehr große Veränderung. Sehen Sie das auch so? Braucht es wirklich eine neue Form des Unterrichts wegen KI, Amelin Kleitschi? Ich glaube, es wird eine Veränderung geben, und zwar die Rolle, das Bild der Lehrperson, wie wir sie kennen, auch jetzt, wie sie gerade ist, die geht immer mehr und mehr in Richtung Unterstützer, Unterstützerin, Coach zu sein. Und ich glaube, mit KI wird das, wenn das sinnvoll genutzt wird und auch sinnvoll im Unterricht integriert wird, wird das auch noch mehr die Rolle der Lehrperson sein, ein Coach zu sein, als ein Lehrer, Lehrerin und vorne zu diktieren und vorzuzeigen. Das sehe ich jetzt mit dem Gimmikurs, den ich gebe. Und da ist es dann wichtig, dass das von ganz weit oben kommt, die von der Institution kommt und das wirklich flächenmäßig abgedeckt wird und nicht einfach eine ungefähre Handhabung gegeben wird und dann kann jeder handeln wie nach Ermessen, sondern dass da wirklich alle die gleichen Chancen haben. Alle die gleichen Chancen haben und gleichen Voraussetzungen. Die Rolle, die Sie jetzt beschreiben, würde ja quasi auch dem Lehrplan 21 im Grunde entsprechen, die Lehrperson künftig haben werden oder bereits haben. Wie sehen Sie das, Friederike Thielemann? Braucht es ganz neue Ansätze oder wäre das dann doch übertrieben? Ich bin mal ein bisschen frech und sage, nee, eigentlich braucht es gar nicht so viele neue Ansätze. Aus meiner Sicht verändert sich Unterricht insgesamt immer weiter. Aber sozusagen so, wie wir uns eigentlich die Lehrperson wünschen, ist die ja schon lange nicht mehr so, dass vorne jemand steht und sagt, du musst jetzt genau das lernen, was ich mir überlegt habe, sondern dass wir sozusagen ein Lernarrangement haben, in dem sich Kinder und Jugendliche entwickeln können, in dem ich sie begleite, wo ich auch im positiven Sinn ein Vorbild bin, an dem Kinder und Jugendliche auch sehen, wie geht man damit um, wenn man was nicht weiß, wenn man sich Wissen erarbeitet. Von daher finde ich, für KI ist doch jetzt super. Das Thema ist so neu, da kann man gemeinsam sagen, was weißt du darüber, was weiß ich darüber, was können wir rausfinden, und daran lernen sie auch, wie man sich Wissen erarbeitet und wie man damit umgeht, wenn man was noch nicht weiß. Und ich würde sagen, so stellen wir uns eigentlich schon immer die Schule vor, oder schon ganz lange, dass wir wirklich diese Lernbegleitung, dieses gemeinsame Lernen haben, dieses Unterstützen, dieses Coachen. Und KI ist einfach jetzt eine sehr neue und sehr umfassende Veränderung unserer Lebenswelt. Von daher sind manche Themen anders und wir werden andere methodisch-didaktische Konstruktionen auch entwickeln. Aber an der Grundhaltung, glaube ich, ist das jetzt nicht die große Veränderung, wenn Schule schon so läuft, wie ich mir das so wünsche. Patrick Scherer, ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber Sie sind doch schon ein paar Jahre länger im Schulbetrieb als jetzt Amelin Kleitschi. Das heißt, Sie haben ja auch noch eine andere Form des Unterrichts quasi gelernt, kennengelernt. Würden Sie jetzt sagen, es ist jetzt ein anderes Konzept? Wie ist Ihre Meinung dazu? Also mir ist vorher gerade spontan durch den Kopf gegangen, nein, es verändert sich überhaupt nicht. Aber das hat vielleicht wirklich mit meinem Hintergrund zu tun. Ich bin an der Kunst- und Sportschule. Wir verstehen uns als Lerncoaches. All unsere Schüler gehen sowieso nach ihren individuellen Lernprogrammen vorwärts. Und von dem her würde ich jetzt sagen, keine große Veränderung. Aber das ist vielleicht, weil auch schon diese Veränderung passiert ist. Und ich mir natürlich auch so eine Schule gesucht habe. Darum ist es wie, das geht so Hand in Hand, passt gerade. Für mich ist es so die gleiche Revolution wie der Taschenrechner. Also ich vergleiche das sehr gerne eigentlich. Der Taschenrechner hat den Matheunterricht auch verändert, indem man jetzt plötzlich mit komplizierteren Zahlen arbeitet, mit Wurzeln berechnet. Und ähnlich wird es wahrscheinlich im Sprachunterricht sein. Man beginnt einfach ChatGPT als Sprachtool zu nutzen. Und dadurch werden aber natürlich auch die Ansprüche an die SchülerInnen deutlich höher. Ja. Also man wird dann bei Projektarbeiten keine holpernden Texte mehr haben, sondern es muss dann perfekt daherkommen.
Also eine Veränderung, die dann natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler neu sein wird. Ich habe mir irgendwann so überlegt bei der Vorbereitung, wenn ich in technologischen Fragen nicht weiterkomme, was öfters der Fall ist, frage ich meine Töchter und die drehen dann ihre Augen und finden, ja klar, keine Ahnung. Ist die Gefahr, dass das in der Schule auch passieren wird? Dass die Schülerinnen und Schüler, die Studierenden plötzlich besser Bescheid wissen jetzt über dieses Thema? Was denken Sie? Ja, das kann gut sein, aber ich glaube, das teilt sich auf. Also als Medienpädagogin begegnet uns das immer wieder, dass es so ist, dass Kinder und Jugendliche häufig in der Nutzung von Medien, in der Bedienung der Geräte sehr weit sind, gerade spezialisiert in bestimmten Bereichen. Das ist super. Da kann ich als Lehrperson ja mal sozusagen was von den Schüler, Schülerinnen lernen. Die haben Erfolgserlebnisse, weil die mir was erklären können. Und gleichzeitig haben wir oft auch die, die jetzt vielleicht technisch nicht ganz auf dem neuesten Stand in allen Bereichen sind, schafft man ja auch gar nicht, haben wir mit unserem Bildungshintergrund und unserer Lebenserfahrung, haben oft sozusagen die Nase vorn, wenn es darum geht, auch ein bisschen medienkritisch zu schauen, wie könnten sich Medientechnologien, die neu entwickelt werden, was hat das für gesellschaftliche oder für gesellschaftliche Folgen, auf was müssen wir achten? Was heißt das für mich bei KI ein Riesenthema, die Frage von Datenschutz und Privatsphäre und auch die Frage von, welche Werte, umso stärker zu gucken, welche Werte sind uns eigentlich wichtig und das sozusagen ins Gespräch zu bringen mit den Jugendlichen, sie dort zu schulen. Und ich glaube, da kann man sehr schön auch sozusagen voneinander lernen und miteinander lernen und da ändert sich die Rolle meiner Ansicht nach nicht, sondern es ist eher eine Chance, dass man wirklich auch in einer ehrlichen Kontakt auch mit den Jugendlichen ist. Sie haben jetzt gerade eine ganz große Büchse geöffnet. Datenschutz ist natürlich ein großes Thema bei KI, genauso wie Missbrauch, Betrug. Das wären Themen für sich alleine. Deshalb haben wir beschlossen, dass wir das jetzt nur so am Rand ein bisschen streifen. Ich möchte gerne zum Schluss noch auf diese zweite Ebene kommen, die ich anfangs erwähnt habe, nämlich die Ebene, was macht das mit uns? Wenn eben Dinge, Patrick Scherrer hat das vorhin schön eigentlich formuliert, wenn Dinge möglich wären, die bisher eben nicht möglich waren, wenn wir vielleicht gar nicht mehr lernen zu scheitern. Amelin Kloitschi. Da komme ich wieder auf den Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Ich glaube, in Zukunft ist es auch die Rolle der Lehrperson, zu entscheiden, wo setze ich die Grenzen mit KI. Will ich wirklich, dass meine Schüler und Schülerinnen lernen, nicht mehr zu scheitern? Oder will ich, dass sie eben genau auch das zwischendurch mal lernen? Und schlussendlich ist ja genau das unser Auftrag der Lehrpersonen, diese Kinder vorzubereiten auf die Gesellschaft, auf das Erwachsenenleben. Und auch da gehört das Scheitern dazu. Also für mich ist es ganz klar, ich würde versuchen, das zu verhindern, dass die lernen, dass meine Kinder lernen, nicht mehr zu scheitern. Meine Kinder, das klang jetzt sehr schön. Meine Schulkinder meinten Sie ja damit. Das klang jetzt sehr schön. Patrick Scherrer, wie sehen Sie das? Nimmt uns KI vielleicht ein Stück von der Entwicklung, also, die nötig ist? Heute Morgen habe ich versucht, Gruppeneinteilungen für einen Projekttag mit ChatGPT zu erstellen und bin zigmal gescheitert. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie ums Scheitern herumkommen, sondern weiterhin lernen müssen, mit diesem Scheitern umzugehen und Wege zu finden, um das zu verbessern und um die Prompts besser zu machen und so weiter, bis man irgendwann das Resultat hat. Also von dem her, das Scheitern wird weiterhin eigentlich zu unserer Tätigkeit irgendwo gehören und einfach in einem anderen Feld sich vielleicht abspielen. Friederike Thielemann? Ja, ich würde sogar eher in die Richtung gehen zu sagen, ich habe die Befürchtung, dass ich viel häufiger scheitere. Also wenn ich mir vorstelle, als Schülerin soll ich einen Text schreiben und ich versuche das, dann gebe ich es aber hinterher in so ein Programm ein und dann kommt so ein perfekt formulierter Text raus, dann habe ich eher die Sorge, dass ich als Schülerin das Gefühl habe, ich kann es eben gerade nicht. Also das ist eher sozusagen, ich sehr viel scheitere und ich kein Zutrauen habe, dass ich das jemals so hinkriege.
Ja, von daher ist für mich eher die Aufgabe, für uns als Lehrperson zu unterstützen, Selbstvertrauen, dass man hilft und sagt, das macht nichts, wenn es holprig ist. Du kannst dir, KI kannst du nutzen, bestimmte Impulse zu holen und dann versuch selber, weil das, was nachher als Text da ist, ist eben das Ergebnis deiner gedanklichen Auseinandersetzung. Und ich glaube, wir müssen eher Selbstvertrauen und Zutrauen unterstützen, weil das Scheitern und das Gefühl, ich kann das alles nicht und das werde ich nie lernen, glaube ich, eher zunimmt als abnimmt. Ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Denn da ist wieder die menschliche Komponente drin, im Gegensatz oder eben gegenüber dieser Technologie. Herzlichen Dank meinen Podiumsgästen Friederike Thielemann, Patrick Scherrer und Amelin Klaitschi. Ich darf Ihnen noch ein paar etwas Süßes. Jetzt kriege ich es nicht raus, doch jetzt. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick auch, finde ich, in den wirklichen Alltag, Schulalltag mit KI. Und ich möchte diesen ersten Teil gerne abschließen mit einem Zitat, das mir wiederum bei der Vorbereitung begegnet ist. Und ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Es ist ein Zitat von einer jungen Frau, genauer gesagt einer Teenagerin. KI verkürzt die Zeit für die Fleißarbeit, damit ich nämlich mehr Zeit habe für die Denkarbeit. Ich würde mal meinen, die junge Dame hat schon ziemlich viel verstanden. Und jetzt freuen wir uns auf den zweiten Teil, der in Kürze beginnen wird, auf die Verleihung der Studien- und Förderpreise und des Bildungspreises. Und bis es soweit ist, hören wir noch einmal Musik von unserer Band. Und sie werden mitwippen, ich bin sicher, denn diesen Song kennen Sie. Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake. Bitte schön. Danke.
Ein Applaus für unsere Band. Herzlichen Dank. So, meine Damen und Herren, auf diesen Teil des Hochschultages freue ich mich auch immer ganz besonders, denn es geht jetzt darum, Menschen auszuzeichnen, zu würdigen, die sich im schulischen Bereich, im schulischen Umfeld außerordentlich engagieren. Und wir tun das mit den Studienpreisen, mit den Förderpreisen der Lehre und dem Bildungspreis. Beginnen werden wir jetzt mit den Studienpreisen. Damit werden Studierende der PH Zürich und des Instituts Unterstrass geehrt. Gestiftet und verliehen werden diese Preise von der Stiftung Pestalozianum. Und ich bitte nun Heinz Rehn und die PreisträgerInnen auf die Bühne, zusammen natürlich mit dem Laudator. Er ist Präsident der Stiftung Pestalozianum und Juryvorsitzender und Professor für Organisationskommunikation und Öffentlichkeit an der ZHAW, Peter Stücheli-Herlach. Geehrte Frau Bildungsdirektorin, geschätzte Damen und Herren und natürlich in erster Linie liebe Studienpreisträgerinnen, lieber Studienpreisträger. Ob es tatsächlich eine Disruption ist oder ob es als Evolution später beschrieben wird, diese Diskussion ist eine Frage, die spannend ist, da werden Sie mir zustimmen, und die wichtig ist. Und wir möchten mit der Preisübergabe nochmals eine andere Perspektive auf diese Frage einnehmen, beziehungsweise eine Perspektive etwas vertiefen, die schon mehrmals heute auch mindestens angedeutet worden ist. Die Verleihung der Studienpreise der Stiftung Pestalozianum der PH Zürich gibt uns dazu den Anlass. Ich beschreibe die Perspektive wie folgt. Mit dem Wandel hin zur künstlichen Intelligenz, etwa mit den schon häufig erwähnten Sprachmodellen, da scheint sich die Technik immer mehr dem Menschen anzudienen. Die Technik scheint menschenähnlicher zu werden. Und die Frage ist jetzt, wird der Mensch dadurch technikähnlicher? Kann, soll, wird sich der Mensch fortan immer mehr jetzt der Technik anpassen? Oder brauchen wir angesichts dieses technologischen Wandels im Gegenteil gerade noch einen viel stärkeren Fokus auf den Menschen als Menschen? Auf den Menschen als ein gerade auch nicht technisches, als ein analoges, ein individuelles, ein auch scheiterndes Wesen. Und die PH Zürich ist der beste Ort, diese andere Perspektive zu diskutieren. Der Rektor hat das in seiner Einführungsrede schon betont. Hier zeichnen wir die vier Studienarbeiten aus, und die vier preisgekrönten Arbeiten haben genau dieses gemeinsam, dass sie den Blick schärfen für den Menschen, wie er oder sie Mensch ist und Mensch bleibt, auch inmitten des technologischen Wandels. Die Arbeiten, die wir auszeichnen dürfen, sie stellen Fragen etwa nach der Schüchternheit von Lernenden oder nach Vorurteilen und Diskriminierung im schulischen Kontext oder nach räumlichen Settings, die es braucht fürs Lehren und Lernen im Alltag. Die drei Studienpreisträgerinnen der Studienpreisträger, sie haben wertvolle zusätzliche Teile hinzugefügt, dem Puzzle an Wissen über den Menschen als Menschen, das wir brauchen fürs pädagogische Kerngeschäft, nämlich diese Menschen zu fördern und zu begleiten. Deswegen sind die Trophäen zu den Studienpreisen, haben die Form auch von Puzzleteilen. Sie sehen es hier schon versammelt auf dem Tisch. Das Puzzleteil des diesjährigen Professionspreises, hier ist es, überreiche ich an Frau Nina Banziger. Frau Banziger, Sie haben die Jury überzeugt mit Ihrer Bachelorarbeit.
in der sie sich der Frage widmen, wie die soziale Integration von Schulkindern mit kognitiven Beeinträchtigungen gelingen kann. Die Jury ist beeindruckt durch die Art der, ich zitiere, forschenden Professionalisierung, die sie zeigen in dieser Arbeit. Sie würdigt ganz besonders, ich zitiere weiter, die ideale Flughöhe ihrer Arbeit. Nicht zu hoch, sondern stets verankert und auf konkrete Handlungsprobleme bezogen. Ihr wichtiges Puzzleteil zum Wissen über den Menschen, wie würden Sie es selber beschreiben? Guten Abend, ich freue mich, hier zu sein. Sonderschülerinnen und Sonderschüler mit einer kognitiven Beeinträchtigung benötigen unsere besondere Aufmerksamkeit. Es ist wichtig, sie gezielt zu fördern und sie in den Unterricht einzubeziehen. Die Klassenlehrperson sowie die schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge spielen dabei eine zentrale Rolle. Denn wie meine Bachelorarbeit gezeigt hat, tragen kooperative Lernformen, die Kooperationsfähigkeit und die erhöhte Achtsamkeit wesentlich zum Gelingen der sozialen Integration bei. Für die öffentliche Bildung wünsche ich mir daher die Förderung einer vorausschauenden und anpassungsfähigen Planung, die Bereitstellung von differenziertem Unterrichtsmaterial und eine integrative Haltung seitens der Lehrenden. Denn dies sind Einflussfaktoren, die für den Erfolg der Bildung entscheidend sind. Vielen Dank. Ich gratuliere Ihnen im Namen aller Anwesenden zum diesjährigen Professionspreis. Das Puzzleteil des diesjährigen Forschungspreises, das überreiche ich Herrn Florian Feuchter. Herr Feuchter, Ihre Masterarbeit trägt den Titel ebenso angriffig wie lustig, Bye Bye Bias. Jawohl, meine Damen und Herren, Herr Feuchter hat seine Masterarbeit im besten hochstehenden Englisch geschrieben und er widmet sich darin dem pädagogischen Konzept eben der Anti-Bias-Erziehung. In Ihrer Interventionsstudie, Herr Feuchter, zeigen Sie, dass Gender-Aspekte einen größeren Einfluss haben auf Vorurteile und Diskriminierung als Fragen etwa der Herkunft oder der Hautfarbe. Die Jury lobt Ihre Arbeit, Herr Feuchter, mit Ihrer Sensibilität, Sorgfalt und Genauigkeit, mit der Sie das Thema untersuchen. Und die Jury ist der Meinung, die Arbeit zeige, ich zitiere, in vorbildlicher Weise, wie die Kluft zwischen Forschung und Praxis überbrückt werden kann. Aber sagen Sie selber, was steht auf dem Puzzleteil, mit dem Sie zum Wissen über den Menschen beitragen? Guten Abend, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Stellen Sie sich vor, im Biounterricht, eine Schülerin sagt, schwul sein, das ist doch eine Krankheit. Tatsächlich kollidieren in unserer vielfältigen Gesellschaft immer wieder verschiedene Welten, wenn sie aufeinanderprallen, und das kreiert eben Vorurteile. Am Beispiel einer Sekundarklasse habe ich in meiner Masterarbeit untersucht, welche Vorurteile sexueller und ethnischer Minderheiten existieren und wie diesen begegnet werden kann. Dabei stellte sich heraus, dass Schülerinnen und Schüler, jetzt habe ich meinen Text vergessen, der ist nicht von ChatGPT geschrieben übrigens, dass Schülerinnen und Schüler umso mehr geneigt waren, ich brauche meinen Text. Wollen Sie das Puzzle hier abstellen? Ja. Ich dachte, ich schaffe es ohne. Dass Schülerinnen und Schüler trotz starker Vorurteile offen für eine Diskussion über ihre Meinung waren und sogar Anzeichen zeigten, diese zu überdenken. Ein Schlüsselergebnis dabei war, dass die Klasse eher geneigt war, sich mit Minderheiten zu identifizieren, wenn sie Diskriminierung aus deren Perspektive erlebte. Deshalb lege ich allen Lehrpersonen ans Herz, lockt eure Klasse immer mal wieder aus der Reserve und diskutiert mit ihnen die Perspektive diskriminierter Minderheiten. Denn das ist ein einfacher, aber effektiver Weg, um mehr Toleranz im Klassenzimmer zu fördern.
Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zum diesjährigen Forschungspreis. Meine Damen und Herren, ein nächstes Puzzleteil steht hier bereit. Es steht für den diesjährigen Innovationspreis und überreichen darf ich es an Frau Sabrina Hammig. Frau Hammig, Sie haben Ihre Bachelorarbeit, die wir auszeichnen dürfen, am Institut Unterstrasse abgeschlossen. Es geht darin um die Frage, wie Lehrpersonen und eben schüchterne Kinder wahrnehmen. Was diesen Lehrpersonen an schüchternen Kindern auffällt und welchen Einfluss die Wahrnehmung auf das eigene Verhalten, also das Handeln der Lehrpersonen hat. Die Jury, Frau Hammig, ist beeindruckt, wie sie sich auf eben innovative Weise einer vermeintlich einfachen Frage angenommen haben. Wie sie das vermeintlich Unauffällige und Unproblematische untersuchen und so eine Brücke zu schlagen vermögen zwischen der Alltagslogik, der Psychologie und dem professionellen pädagogischen Handeln. Aber bitte beschreiben Sie selber, was Ihr Puzzlebeitrag an das Wissen über den Menschen hier beinhaltet. In einer Zeit, in der Verhaltensauffälligkeiten wie ADHS sowohl in der Forschung als auch in der Praxis im Mittelpunkt stehen, möchte ich mich heute auf die Kinder konzentrieren, über die bisher nur wenig bekannt ist. Kinder, die schüchtern sind. Erfreulicherweise hat meine Forschung gezeigt, dass Lehrpersonen schüchterne Kinder durchaus wahrnehmen und ein positives Bild von ihnen haben. Doch wie gewährleisten wir, dass diese Kinder in unseren Bildungseinrichtungen die Unterstützung erhalten, die ihnen zusteht? Die Antwort liegt in einer bewussten Haltung der Lehrperson, die auch bei unauffälligen Kindern aufmerksam bleibt und mit Empathie und Geduld auf ihre Bedürfnisse eingeht. Also, schenken wir den Unauffälligen mehr Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ganz herzliche Gratulation zum diesjährigen Innovationspreis. Und das für heute letzte Puzzleteil überreiche ich als Trophäe für den Dialogpreis an Frau Lorena Schwager. Der Preis geht an Ihre Arbeit, Frau Schwager, an Ihre Bachelorarbeit zum Thema Schulinseln als Mittel der integrativen Förderung. Das Thema, wie viele in diesem Raum wissen werden, treibt gerade sehr viele Schulen um. Sie, Frau Schwager, untersuchen mit Ihrer Arbeit nun die Perspektive eines Schulleiters zu dieser Frage. Sie werten Interviewdaten aus einem Gespräch mit dem Schulleiter sorgfältig aus, wie die Jury festgestellt hat, und sie ermöglichen gerade dadurch einen eben differenzierten Blick auf die Herausforderungen integrativer Förderung. Und damit ermöglichen sie eben genau auch ein Stück weit einen differenzierten Dialog über dieses aktuelle Thema. Man darf bei ihnen lernen, dass ein Modell, wie jetzt eben die Schulinsel, nicht einfach standardmäßig eingeführt werden kann, sondern dass eine dauernde Überprüfung und Weiterentwicklung und Diskussion und Reflexion nötig ist. Dies immer mit Blick auf Schulkontext und Schulalltag. Oder was würden Sie selber herausstreichen an Ihrem Puzzleteil? Guten Abend miteinander. Auf den Punkt gebracht. Schulinseln, Lernoasen, Ateliers. Sie alle haben dasselbe Ziel, nämlich die schulische Integration zu fördern. Wir wissen es alle, die Schulen sind oft am Anschlag. Da ich eine glückliche und motivierte Lehrerin sein möchte, wollte ich herausfinden, wie Schulinseln helfen können, mit überfordernden Situationen im Klassenzimmer umzugehen. Dazu habe ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit die Sichtweise eines Primarschulleiters im Kanton Zürich erforscht und mit der Grounded Theory ausgewertet. Ich spreche in seinem Namen, wenn ich sage, dass dank der Schulinsel die Schule insgesamt gestärkt, die Belastungen von Lehrpersonen maßgeblich reduziert
und die Integration gefördert werden konnte. Schulinseln fördern aber nur die Integration, wenn mit dem Kind gezielt an seinem Verhalten gearbeitet wird, wenn die Reintegration ins Klassenzimmer rasch erfolgt und wenn die Ausgestaltung der Schulinsel dem Bedarf der Schule angepasst ist. Der Schulleiter möchte nicht mehr auf Schulinseln verzichten. Und auch ich als angehende Lehrperson möchte in Schulen arbeiten, in denen es eine Schulinsel gibt. Vielen Dank. Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zum diesjährigen Dialogpreis. Meine Damen und Herren, wir laden Sie ganz herzlich dazu ein, für diesen faszinierenden Perspektivenwechsel, für diesen Blick auf den Menschen, die preisgekrönten Arbeiten selber etwas zu durchschmökern, anzuschauen. Dies werden Sie tun können ab den nächsten Tagen auf der Webseite der Stiftung Pestalozzianum. Der fachkundigen Jury mit Mitgliedern der PH Zürich und der Stiftung Pestalozzianum danke ich ganz herzlich für die erneut auch in diesem Jahr wieder sehr sorgfältige, einlässliche und engagierte Arbeit. Und für ein abschließendes Wort übergebe ich nun an Heinz Rien, den Rektor der PH. Ja, vielen Dank. Mein Dank gilt natürlich auch der Jury, die hier einmal mehr hervorragende Arbeit geleistet hat. Aber ich möchte meinerseits auch den Studentinnen und dem Studenten ganz herzlich gratulieren zu den Arbeiten, die geschrieben worden sind, zu den Preisen, die sie jetzt erhalten haben. Und Sie können sich das vorstellen. Es gibt noch andere gute Arbeiten. Es werden viele Bachelor- und Masterarbeiten geschrieben. Es ist schön, haben Sie diese Preise erhalten. Es gibt andere, die haben auch gute Arbeiten geleistet. Ich bin immer stolz, wenn ich einen Einblick nehmen kann in all die Arbeiten, die geschrieben werden. Die Themen sind wirklich relevant, die aufgearbeitet werden. Die Themen sind interessant. Und wir sollten nicht vergessen, dass nebst der Arbeit der Studentinnen und Studenten auch unsere Dozierenden natürlich einen Anteil daran haben. Die Arbeiten werden begleitet, die Studentinnen und Studenten werden beraten. Also an dieser Stelle auch von meiner Seite an die Dozentinnen und Dozenten, die die Arbeiten unterstützen, einen ganz herzlichen Dank. Jetzt machen wir noch ein Foto. Ich darf euch nach vorne bitten. Mikro ab. Dankeschön. Herzliche Gratulation und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an den Laudator, an Peter Stücheli-Herlach. Zum dritten Mal, meine Damen und Herren, verleihen wir heute den Förderpreis der Lehre. Hier unterstützt die PH innovative Projekte von Mitarbeitenden und Studierenden, die Impulse setzen möchten in der Aus- und Weiterbildung. Sie wurden aufgerufen, kühne, visionäre Ideen einzugeben, die ja vielleicht ein bisschen in eine neue Richtung vorstoßen, die nachhaltig wirken und Diskussionen anregen. Auch hier bitte ich jetzt die GewinnerInnen-Teams auf die Bühne. Und wer den Förderpreis der Lehre 2023 entgegennehmen darf, erfahren wir von einem Mitglied der Jury. Sie ist Prorektorin Weiterbildung und Dienstleistungen an der PH Zürich, Hanja Hansen. Als Vertreterin der Lehre,
Als eine der Vertreterinnen der Lehrerinnen an unserer Hochschule habe ich heute Abend die Ehre, den Förderpreis der Lehre und den Credit Suisse Best Teaching Award verleihen zu dürfen an drei Projekte. Mit dem Förderpreis der Lehre unterstützen wir alle zwei Jahre innovative Projekte von Mitarbeitenden und Studierenden, die zukunftsfähige Impulse für die Aus- und Weiterbildung setzen. Diese Projekte, die Moderatorin hat es schon gesagt, sollen zur Diskussion anregen an unserer Hochschule. Sie sollen in neue Richtungen weisen und sie sollen nachhaltig zur Weiterentwicklung und ich würde sagen evolutionärer Weiterentwicklung unserer Hochschullehre dienen. Die drei Gruppen, die jetzt heute hier stehen, haben mit ihren Projekten diese hohen Anforderungen erfüllt und durch ein zweistufiges Evaluationsverfahren sind sie als Gewinnerin hervorgegangen. Sie erhalten heute nicht nur die Ehrung des Förderpreises, sondern auch ein Fördergeld von je 10.000 Franken, um ihre Ideen umzusetzen. Dieses Jahr, jedes Jahr gibt es ein Motto, oder jede zwei Jahre ein Motto für den Förderpreis, war das Motto in Beziehung treten, innen und außen. Weil Beziehungen trotz, aber auch mit der Digitalisierung wichtig sind, eine zentrale Funktion einnehmen in Lern- und Lehrprozessen. Das haben wir auch heute sage ich schon in diesem Jahr, am Tag der Lehre erarbeitet zusammen. Wie viel Kompetenz zum Thema Beziehungen und neue Ideen zum Thema Beziehungsgestaltung in Lehr-Lern-Settings vorhanden ist, zeigt sich allein schon an den hohen Anzahl von Projekteingaben, die wir erhalten haben. 15 Teams haben Projektideen eingegeben. Der Jury fiel es schwer, eine Auswahl zu treffen. Am liebsten hätten wir alle prämiert. Aber unter der weisen Führung von den beiden Projektleiterinnen Petra Weiß und Monika Feitschers konnte ein sehr sorgfältiger Evaluationsprozess durchgeführt werden, sodass wir heute nun schließlich drei Projekte ausgewählt haben und die ich heute den Preis verleihen darf. Und ich beginne jetzt auch gleich, und zwar mit dem Projekt Action English in and out of school. Ich darf euch schon mal vorne bitten. Und ich werde zunächst das Projekt beschreiben und dann die Laudatio geben von der Jury. Dieses erste Projekt, das heute Abend den Förderpreis der Lehre erhält, zeichnet neue Wege für den Englischunterricht auf der Primarstufe auf. Von Schülerinnen und Schülern organisierte Formate wie Storycafés, Multimedia-Ausstellungen oder Straßenkunstprojekte sollen ihnen Gelegenheit bieten, die englische Sprache auch außerhalb des Klassenzimmers zu erlernen. Im Rahmen dieser Aktivitäten treten sie mit Menschen außerhalb ihres normalen alltäglichen Beziehungskosmos in Kontakt und erfahren, dass Englisch weit verbreitet ist. Das Projektteam möchte das Preisgeld nutzen, so habe ich erfahren, um weitere handlungsorientierte Szenarien zu entwerfen, die sie mit Studierenden und Primarlehrpersonen erproben lassen und ständig weiterentwickeln wollen. Action English in and out of school überzeugte die Jury, weil Beziehungen das diesjährige Thema des Förderpreises auf allen Ebenen präsent ist. Also da wirken mit Dozierende, Lehrpersonen, Studierende, Schülerinnen, Klassen, Eltern, letztlich ganze Ortsgemeinschaften. Und sie geben uns einen Hinweis darauf, wie regionale Bildungsentwicklung vielleicht gedacht werden könnte. Die Jury ist überzeugt, dass diese anregenden, handlungsorientierten Szenarien zur Motivation der Schülerinnen zum Sprachenlernen fördert. Zudem erwartet die Jury durch die Zusammenarbeit von Studierenden mit Lehrpersonen erprobte, bereichernde Impulse, auch für die Lehre an der PH Zürich. Und natürlich wünscht sich die Jury, dass die Projektidee bald auch in anderen Fremdsprachenbereichen in Aus- und Weiterbildung Schule macht. Ein Applaus für die Projektgruppe. Ja, mich würde noch interessieren, Laura Loder,
Inwiefern werden jetzt Lehrpersonen und Schülerinnen von dem Projekt profitieren? Ich benutze die Gelegenheit, auf Englisch zu beantworten. So we think it's a win-win situation for both the kids and the teachers, because we're in the digital wilds where sometimes the kids speak English better than the teachers, and sometimes they're learning it anyway. So we're trying to make a project that bridges the community. For example, a multi-generational story cafe with Tom Reed, who is a Swiss English author who lives in Zurich. For kids to serve their grandparents and to serve their fellow classmates and learn, instead of "this is a hedgehog," they learn something like "I love your books, thank you very much," or "would you like a coffee?" So in that regards, we're kind of bridging the Grundorientierung der Volksschule with the resources we have in the Zurich, in the canton, in the region, and the classroom. Thank you. Thank you. Positive Beziehungen zur Mathematik. Studierende fördern Studierende. Heißt das zweite Projekt, das heute Abend ausgezeichnet wird. Und sein Titel trägt Ziel und Umsetzung gleich in sich. Positive Beziehungen zur Mathematik. Studierende fördern Studierende. Mit diesem Projekt bezweckt die Projektgruppe, dass Studierende der Eingangsstufe gleich zu Beginn des Studiums eine positive Beziehung zum Fachbereich Mathematik aufbauen und ihr Vertrauen in ihre eigenen mathematischen Fähigkeiten stärken. Dabei werden sie von erfahrenen Studierenden unterstützt, die ihre eigenen Erfahrungen teilen, wie sie selbst den Zugang zur Mathematik gefunden haben und ihre Fähigkeiten entwickeln konnten. Diese Tutorinnen und Tutoren vom Mathematikdidaktikteam werden von dem Mathematikdidaktikteam der Eingangsstufe angeleitet und betreut. Gemeinsam wollen sie dieses Projekt entwickeln und weiterführen. Die Jury lobt das Projekt, weil es sich einer hochrelevanten Problematik annimmt, nämlich der Beziehungen der Studierenden zur Mathematik. Und in dem Tutorinnensystem erkennt sie einen wirksamen Ansatz zur Umsetzung, nämlich hofft sie dabei, dass das Projekt dazu beiträgt, dass man mehr über mehrere Generationen lernen kann voneinander. Und nicht nur das hat der Jury an diesem Projekt gefallen, sondern auch, dass eine positive Beziehung zu einem Fachgebiet, zu einem Fachgegenstand erarbeitet wird. Die Jury wünscht sich auch eine Begleitforschung zum Projekt, damit diese Projektidee bald auf mehreren Stufen und Fächer übertragen werden kann. Auch hier herzliche Gratulation dem Projektteam. Gratuliere. Hier wüsste ich jetzt gern, wie sieht es aus? Steht schon das erste Tutorinnen-Team? Kann es schon bald losgehen? Vielen Dank für diese Frage. Ja, wir sind tatsächlich daran, jetzt nach erfahrenen Studierenden zu suchen, die eben Freude daran haben, mit uns zusammen Inhalte, Methoden, Formen zu erarbeiten, damit sie dann als TutorInnen StudienanfängerInnen unterstützen können, ihr fachliches Wissen zu vertiefen, aber eben auch diese Beziehung zur Mathematik zu stärken. Und wir haben jetzt auch schon erste Erfahrungen sammeln können. Wir haben wirklich schon so einen Mini-Probedurchlauf gemacht. Und es war sehr eindrücklich, wie die Tutorin aufgrund ihrer eigenen Erfolgsgeschichte aufzeigen konnte, Mathematik ist lernbar. Und wie sie dann auch so sagte, und wenn man es verstanden hat und weiß, wie das funktioniert, dann macht das richtig Spaß. Und ich glaube, Sie können gleich selbst erkennen, keine Dozentin, kein Dozent aus unserem Team hätte das besser sagen können. Vielen Dank. Kommen wir zum letzten Projekt des diesjährigen Förderpreises und gleichzeitig dem Credit Suisse Award for Best Teaching, das wir dieses Jahr aus bekannten Gründen zum letzten Mal verleihen werden. Und ganz herzlichen Dank dafür auch
an die Credit Suisse Foundation. Das Projekt, was wir da ausgewählt haben, heißt Studierende und Dozierende als Forschungscommunity. Sie möchten Bachelor- und Masterarbeiten aus ihrem Schatten hervorholen und den Autorinnen und Autoren innerhalb und außerhalb der pädagogischen Hochschule eine Bühne bieten. Dazu übernimmt ein Team aus Dozierenden und fortgeschrittenen Studierenden ein Peer-Reviewing von freiwillig eingereichten Arbeiten und kommuniziert diese anschließend über verschiedene Kanäle und Formate nach innen und nach außen. Auf diese Weise möchte das Projektteam die Arbeiten sichtbar und diskutierbar machen, damit die Studierenden Wertschätzung von Peers und Dozierenden erfahren und sich als aktive Mitglieder der Forschungscommunity erfahren. Die Jury begeistert der innovative Charakter des Projekts, das eine allseits bekannte Problemstelle mit einer praktikablen Lösung präsentiert. Sie ist überzeugt, dass seine Umsetzung den Studierenden in ihrem Forschungsinteresse und ihren akademischen Kompetenzen stärkt. Und von dieser doppelten Professionalisierung, die berufliche und akademische Praktiken vereint, profitieren aber nicht nur die involvierten Studierenden, sondern auch die Lehre und Forschung der PH Zürich, da Anerkennung und Wertschätzung Ausgangspunkt und Träger ist für einen befruchtenden Diskurs. Für die Jury nimmt das Projekt diesen wichtigen Zusammenhang auf und macht ihn für Studierende und Dozierende nutzbar. Zuspruch fand auch die Skalierbarkeit des Projekts, das nach einem internen Start an der PH Zürich auch weitere pädagogische Hochschulen mit einbezieht und gemeinsame Austauschformate in Aussicht stellt. Auch hier bitte ich das Projektteam nach vorne. Das ist der CS Blaue Fuchs. Ja, Sie haben sich ja vorgenommen, nun eine Plattform an der PH Zürich einzurichten, wo diese Bachelorarbeiten abgelegt sind, zugänglich gemacht werden. Was erhoffen Sie sich eigentlich davon? Zuerst einmal wollen wir uns ganz herzlich bedanken für diese Auszeichnung und somit auch die Möglichkeit, unser Projekt zu realisieren. Wie wir vorher schon gehört haben, wird sehr viel Arbeit in die Bachelorarbeiten hineingesteckt und sie werden zu wenig wertgeschätzt in meiner Ansicht. Und unser Ziel ist es, mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung für die Bachelorarbeit zu erzielen. Wir wollen eine Community bilden, in der Studierenden voneinander profitieren können. Einerseits dadurch, dass man die eigene Bachelorarbeit präsentieren kann und so seine Erkenntnis weitergeben kann. Und aber auch andererseits dadurch, dass man von höheren Studienjahrgängen die Bachelorarbeiten anschauen kann und so Ideen und Inspirationen abholen kann. Vielen Dank. Dankeschön. Zum Abschluss möchte ich meinen Dank und meine Wertschätzung noch an die 12 Teams richten, deren Projektideen es nicht bis zur Endauswahl geschafft haben. Ich kann Ihnen versichern, wir haben sie gelesen, wir haben sie wahrgenommen und diskutiert. Und ich hoffe sehr, dass die Ideen auch an anderer Stelle vielleicht als Samen einen guten Boden finden. Ich möchte diesen Teams ganz herzlich danken und Sie und alle weiteren Angehörigen der Pädagogischen Hochschule Zürich ermutigen, beim nächsten Förderpreis wieder Projektideen einzureichen, um an dieser oder vielleicht an anderer Stelle zur evolutionären Weiterentwicklung unserer innovativen Hochschullehre beizutragen. Es würde mich sehr freuen, beim nächsten Mal einen von Ihnen so einen netten kleinen Förderpreisfuchs verleihen zu können. Nochmals an dieser Stelle einen letzten herzlichen Applaus für die Preisträgerin auf der Bühne und allen, die an der Ausschreibung teilgenommen haben. Danke. Foto. Oh, Foto. Foto machen. Wir machen das Foto.
Herzlichen Dank an die PreisträgerInnen-Teams und natürlich an Hanja Hansen. Und wir sind sehr gespannt, wie sich diese innovativen Ideen weiterentwickeln werden. So, bevor nun Heinz Rien in Kürze den Bildungspreis, die Verleihung des Bildungspreises einleiten wird, hören wir noch einmal ein paar Takte Musik. Und zwar von Simon Schwanninger, Sebastian Storm, Marino Pliakas und Robin Schlepfer, die uns jetzt mit Chained to the Rhythm zum letzten Preis, zur letzten Verleihung führen werden. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen nun zur Vergabe des Bildungspreises 2023. Wir vergeben diesen Bildungspreis von der Pädagogischen Hochschule zusammen mit der Stiftung Pestalozianum. In diesem Jahr haben wir die Freude, den Bildungspreis an eine Person zu übergeben, die viel professionelle Erfahrung mitbringt, aber auch viel Lebenserfahrung. Die Person erhält den Preis für ihr unglaublich großes Engagement für die Reintegration von Schülerinnen und Schülern in den Regelunterricht, für ihre professionelle Arbeit
und den langjährigen Einsatz für die öffentliche Schule. Der Bildungspreis 2023 geht an Frau Ruth Baumgartner. Wir haben einen kurzen Film gedreht, um Frau Baumgartner Ihnen vorzustellen. Und ich darf an dieser Stelle auch schon unseren Laudator ankündigen. Anschließend wird Jürgen Oelkers, wie wir es gewohnt sind, seine Laudatio halten. Ich sage Film ab. Der Traum, eine Schule für Kinder mit besonderen Schulgeschichten zu leiten, war immer in mir präsent. Ich habe früh gemerkt, dass ich gut umgehen kann mit Kindern mit herausforderndem Verhalten. Ich bin eine Frühaufsteherin und ich liebe es, in aller Stille meinen Unterricht vorzubereiten. Alle, die die Schule 3x3 besuchen, staunen, wie ruhig der Betrieb abläuft. Die Kinder kennen alle die klaren Ordnungen und die Routinen und sie wissen ganz genau, dass ich alles, was ich verlange, auch einfordere. Nicht immer läuft alles so rund. Und da habe ich verschiedene Methoden entwickelt, wie die Kinder lernen, sich in ihrem Tun, in ihrem Verhalten zu beobachten. Hinter jedem Kind mit einem problematischen Verhalten versteckt sich ja ein Kind, das gesehen werden möchte, das dazugehören möchte, das sind wichtige Ressourcen. Und da knüpfe ich an. Ich kümmere mich um mein persönliches Wohlbefinden. Ich musiziere jeden Tag auf verschiedenen Instrumenten. Ich gehe gerne in die Natur. Ich habe regelmäßig Supervision, weil das hilft mir, Abstand zu bekommen zu meiner Arbeit. Aber manchmal ist es schon ein bisschen too much. Sehr geehrte Frau Bildungsdirektorin, liebe Frau Baumgartner, lieber Herr Baumgartner, meine Damen und Herren. Ruth Baumgartner hat über das, was Sie gesehen haben, ein Buch geschrieben. Sie nennt das Werkstattbericht. In ihm wird gezeigt, wie mit denjenigen Schülerinnen und Schülern umgegangen werden kann, die in der Regelschule nicht mehr als tragfähig gelten, obwohl doch jeder getragen werden kann. Die Strategie ist schulischer Unterricht und nicht Verlagerung in Einzeltherapie oder ähnliche Maßnahmen. Das Buch verzichtet nicht nur auf abstrakte Modellannahmen, sondern auch auf eine übergriffige Sprache, die es ja bisweilen auch in der Erziehungswissenschaft geben soll. Es ist also wohltuend, dieses Buch zu lesen. Der Titel des Buches lautet »Die Happy End Maschine«. Man soll wohl irritiert sein, denn gemeint ist nicht, dass die Schule, als sei sie ein Film, für ein Happy End sorgen kann, das ja immer nur für sich steht und keinen Anschluss erlaubt. Zudem hat die Schule ja nie nur eine Spannungskurve, sondern viele, die manchmal nur mit einem Neubeginn beendet werden können. Nein, Happy End Maschine ist eines der vielen Projekte der Schule, in dem eine schlechte Version in eine gute verwandelt wird, als sei eine mentale Maschine am Werk, die den Mut des Lebens von dark to bright ändern kann. Also Probleme löst, Motivation schafft und damit der Lerngruppe zugutekommt. Der Lerntag in dieser besonderen Schule richtet sich nach der Leistungsfähigkeit für schulisches Lernen. Mit einem Hoch am Morgen und einem zweiten am Nachmittag. Damit kann zwischen echten und mehr experimentellen Lernzeiten unterschieden werden. Wer aber das Lernen leitet, ist klar, ich zitiere, als Lehrerin habe ich immer die Fäden in der Hand.
Zur pädagogischen Führung gehören klare Grenzen. Indem ich Grenzen ziehe, schaffe ich Ordnung, Orientierung, Ruhe und Sicherheit. Mit den Eltern wird kommuniziert, dass Schule und Familie zwei unterschiedliche Welten sind. Eltern vergessen das ja manchmal. Ich zitiere, die Aufgabe der Eltern mit Schulkindern ist es, sich so wenig wie möglich in der Schule einzumischen, sich jedoch zu interessieren und nach Bedarf teilzunehmen. Also keinen Juristen schicken. Die Schule und der Lehrplan setzen den Rahmen. Alle Kinder müssen in der Institutionsschule eine Aufgabe erfüllen, nämlich die Kulturtechniken erwerben. TikTok macht das nicht. KI vielleicht auch nicht. Damit die Aufgabe mit Erfolg angegangen werden kann, müssen die Kinder das Lernen in der Schule ernst nehmen. Zitat, Lernen muss nicht immer lustig sein, es erfordert auch Disziplin und die kann man lernen. Kulturtechniken sind nicht einfach da. Sie müssen, Zitat, gelernt und geübt werden. Das ist Arbeit und erfordert Konzentration. Das System Schule ist verpflichtet, den Kindern eine gute Lernatmosphäre zu bieten, damit sie ihre anforderungsreiche Aufgabe erfüllen können. Umgekehrt müssen Kinder die Kulturtechniken erwerben, Zitat, damit sie sich in der Gesellschaft bewähren können. Wie das geschieht, mit welcher Akribie der Vorbereitung, mit welcher Freude am Unterricht, mit welch kreativem Sinn für konkrete Lernsituationen, zeigt das Buch und so die Schule. Grundlegend ist ein Credo, ich zitiere, ich betrachte es als eine meiner größten Aufgaben, den Kindern auf stabilem Boden das Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, damit sie sich trauen, unsicher, verwirrt, verletzlich zu sein. Damit wäre alles gesagt. Allerdings, ich erlaube mir noch das Zitat meiner Lieblingsstelle im Buch. Zum 9. Geburtstag der Schule haben die Kinder Gedichte geschrieben. Das von Aljoscha handelt vom Lob der Konzentration. Ich trage das jetzt vor. Konzentriertes Arbeiten gibt mir ein gutes Gefühl. Nach dem Konzentrieren gibt es Pause und nachher wieder konzentrieren. Konzentriertes Arbeiten ist gut für meine Seele. Man schafft alles, wenn man sich konzentriert. Und dabei lerne ich sehr, sehr viel in der Konzentration. Konzentriertes Arbeiten gibt mir Druck. Ah, das Konzentrieren gehört einfach zum Leben. Großartig, oder? Im Zeitalter von TikTok ist das hochaktuell. Dort lernen die Kinder nur kleindosierte, unbegrenzte Flüchtigkeit. Und KI? Wir haben neulich mal ChatGPT gefragt, was denn Judith Butler von der US Army hält. Da gab es eine Seite und das erspart die Lektüre von Büchern. Liebe Frau Baumgartner, Sie haben gezeigt, dass ohne Konzentration nichts geht. Sie haben aber auch gezeigt, dass und wie man sich vor falschen Gegensätzen schützen kann, also vom Kind aus gehen kann und muss und soll und zugleich klar die Fäden zieht. Ihre Kinder lernen das Lernen und sie akzeptieren den Lernort, die Schule. Die Laudatio in einem Satz, sie gilt einer Primarlehrerin, die sich nach Jahrzehnten Praxis und Weiterbildung einen Lebenstraum erfüllte, eine eigene Schule. Der Bildungspreis 2023 geht anders gesagt an ein wahres Vorbild. Im Namen der Jury, ich beglückwünsche Sie zu diesem Preis und den letzten Satz im Video ignorieren wir. Herzlichen Glückwunsch. Herzliche Gratulation, Frau Baumgartner. Sie erhalten ein Relief, ein besonderes, von Hans Josefsson, einem Zürcher Künstler. Sie erhalten eine Urkunde und einen schönen Blumenstrauß. Zum Glück haben wir einen Tisch. Herzliche Gratulation.
Und jetzt darf ich Ihnen das Wort geben. Machen wir nachher. Liebe Gäste, es ist eine große Ehre, dass ich den Bildungspreis entgegennehmen darf. Ich bin berührt, dass ich für die Arbeit, die mir so am Herzen liegt, die Anerkennung bekomme. Ich bedanke mich bei Herrn Oelkers für seine Laudatio und ich danke der Jury, dass sie mich ausgewählt hat. Und manchmal ist es einfach ein bisschen too much. Mit dieser Aussage habe ich den Schluss gemacht in Videoporträt. Ich bin sicher, dass Sie gemerkt haben, dass sie mit einem Augenzwinkern dahergekommen ist. Und jetzt setzt sich dieser Satz an den Anfang meine Rede. Hat die Aussage mir doch etwas zu sagen? Beim Schreiben meiner Rede, als ich wieder mal finde, das ist viel zu viel für mich und nicht nur manchmal, manchmal möchte ich schon mit dir. Da erklingt in mir diese Melodie. Ein Schlager, eine wichtige Rede, das geht nicht. Aber es rebbelt und poltert in mir und ich muss lachen. Unterbrüche, ob zufällig oder selber initiiert, bringen Schwung und führen mich zurück in den Lösungsraum. An dieser Stelle möchte ich meinem Ehemann Peter danken. Du unterstützt mich in allen Belangen der Schule 3x3 und du machst mir so meine Arbeit so viel leichter. Du sorgst zu Hause dafür, dass ich wie in einem schönen Hotel mit feiner Küche leben darf. Ich danke dir. Und manchmal ist es wirklich too much. Für mich stimmt diese Aussage, wenn ich an die Kinder denke. Sehr viele sind durch ein Konsumdenken geprägt. Ein Kind sagt oft zu mir, heute hole ich mir nochmal ein Fußballleibchen. Und wenn ich 14 bin, hole ich mir ein E-Motorrad. Einfach so holen. Ja, ich tue dann schon noch bezahlen. Aber wir Jugendlichen sagen dem holen. Also diese Haltung macht vor der Schule nicht Halt. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Kinder hier andere Erfahrungen machen können. Ich ziehe eine Grenze gegen außen und schaffe so einen Raum der Ruhe. Durchlässig und klar muss diese Grenze sein, damit ich mich mit den Eltern und der Gesellschaft verbunden fühle und trotzdem keine Einmischung erfolgen kann. Es ist nach wie vor die Kernaufgabe der Schule, den Kindern die Kulturtechniken zu vermitteln. Die kann man nicht einfach so holen. Die Kinder sind verpflichtet, sich um das Wissen zu bemühen und arbeiten, auch wenn es ihnen schwerfällt. Sie brauchen das Gefühl, dass ich sie verstehe. Sie wollen sich gebunden fühlen an die Schule und an mich. Sie fühlen sich dann sicherer und trauen sich mehr zu. Ich staune immer wieder, wie gut sich die Kinder in der Schule 3x3 entwickeln. Daran hat Elsbeth Brändli einen großen Anteil. Sie ist die Supervisorin der Schule 3x3. Elsbeth, du spornst mich beharrlich an, in jedem Konflikt
das große Ganze zu sehen, das Wesentliche zu entdecken und zu verstehen. So stehen das Kind und sein Wohlergehen immer im Fokus. Ich danke dir. Und manchmal ist es too much, hat für mich eine wertvolle Kehrseite. Ich sehe die Fülle, ich wähle aus, das, was dient und weiterführt. Und ich spüre, dass der Bildungspreis mit einer Verpflichtung verbunden ist. Und die heißt für mich, ich erweitere die Grenzen der Schule 3x3 und gebe meinen reichen Erfahrungsschatz an einen größeren Kreis weiter. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Baumgartner. Jürgen Oelkers und ich kommen jetzt noch nach vorne und wir machen noch ein Erinnerungsfoto, damit das nicht vergessen geht. Dann darf ich Sie nach vorne bitten, vielleicht mit dem Blumenstrauß. Bitte. Gut, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ein wirklich wunderschöner und würdiger Abschluss des diesjährigen Hochschultages, die Verleihung des Bildungspreises an Ruth Baumgartner. Und ich denke, wir haben Ihnen in den letzten 2,5 Stunden ganz, ganz viele Themen eröffnet. Einerseits mit KI im Unterricht und im Bildungswesen, andererseits aber auch, ich bin jedes Jahr wieder beeindruckt, durch all die vielen wunderbaren Ideen und Innovationen, die bei der Preisverleihung uns hier erzählt werden, näher gebracht werden. Also ich glaube, es gibt ganz viel Stoff für Diskussionen beim Apero. Aber das letzte Wort, das hat Heinz Rien. Ich komme noch mal mit Blumen. Regula Elsener, ganz herzlichen Dank für die tolle Moderation. Danke vielmals. Merci. Ja, meine Damen und Herren, ich zähle jetzt auf Ihr Verständnis, dass ich es kurz mache. Ich möchte allen, die hier beteiligt waren an diesem Hochschultag, ganz herzlich danken, der Technik, der Musik, denjenigen, die auf der Bühne wichtige Rollen gespielt haben, wichtige Beiträge geliefert haben. Ich danke auch all jenen, die im Hintergrund gearbeitet haben, dass wir heute diesen schönen Tag verbringen konnten. Und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr, als Sie ganz herzlich zum Apero einzuladen. Wir treffen uns unten im Mensa-Bereich, wir finden uns und ich hoffe, dass wir uns da noch sehen und dass ich die eine oder anderen noch begrüßen darf persönlich. Bis später, danke, dass Sie da waren. Applaus